Guck mal, jetzt nur die Hallo. Kamera anmachen. Hallo. Hallo. Udo. Hallo ihr zwei. Na? Erzählt, was gibt's denn Schönes? Ach, wir wollten bloß mal mit dir sprechen. Ja, was wollt ihr mit mir sprechen? Oder zuhören. Ja, zuhören. Da musst du schon ein Thema raussuchen. Das ist Wahnsinn, das ist so real. Warum bist du denn so aufgeregt, Kleines? Du musst doch nicht aufgeregt sein, ist doch bloß ein Computer da. Das ist es ja. Alles ist nur im Kopf. Ich weiß. Das ist Es es. geht wirklich nur um diese Präsenz, sich an die Wirklichkeit zu halten. Und du wirst merken, das, was dich narrt, ist immer das eigene Ego. Man muss das immer wieder wiederholen, ne, Heiko, bis man das irgendwann einmal checkt. Ja. Es ist so, dieser Aufbau. Ich weiß nicht, hast du die letzten zwei Skype-Gespräche mit dem Matten schon angehört? Den letzten vor oder Die vorletzten. letzten zwei jetzt, die sind Nee, noch ganz nicht. aktuell. Die hat der Redo, glaube ich, jetzt erst rausgeschickt. Das war der Heiko. Der Heiko war das, die hast du, sind ja auf deinem Kanal, ne? Ja. Sowieso. Es ist ja hier, schau, es sind nur Worte. Das ist es, alles, was ich jetzt spreche, sind Worte. Und du wirst merken, wenn du dich einmal ein bisschen trennst von dir, das heißt, wenn das Bewusstsein sich erhebt, und das ist dann der Fall, wenn du in die Welt der Fakten kommst, in die hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Du musst sehr groß unterscheiden, was deine Logik dir vorgaukelt und das, was wirklich da ist. Und du merkst, Heiko, ich wiederhole immer wieder dieselben Sätze, aber durch das Wiederholen wird es immer fassbarer. Schau, wenn wir nur nehmen, du fängst an, das Ich bin du zu lesen. Ich mache das einmal ganz frei. Da sind jetzt, du hast erst einmal ein Fetzen Papier in der Hand, wo Worte drauf sind. Und du liest jetzt, ich bin ein Buch. Jetzt in dem Moment, während du diese Worte anschaust, hörst du in deinem Kopf eine Stimme sprechen. Das ist deine Gedankenstimme. Jetzt ist hochinteressant, dass im selben Moment, wo du in deinem Kopf mit deiner Gedankenstimme sprichst, ist auch nochmal ein Ich dort, das sich das anhört. Aber was dann noch passiert, dass diese Worte Vorstellungen auslösen. Und wer schaut sich jetzt das an? Da ist ein Ich, das sich seine eigene Stimme anhört, die eigentlich gar nicht so wahrgenommen wird, weil du in der Regel Vorstellungen hast. Wenn wir jetzt wieder weggehen von dem eigentlichen Thema, von dem, was jetzt da ist, und ich sage jetzt, erinnere dich an Fliegenstall, Heiko, wo das mit dem Mischpult nicht geklappt hat, und mir würden jetzt irgendeine Details erzählen, wirst du feststellen, dass du die Worte gar nicht mehr mitkriegst, sondern nur die Vorstellungen betrachtest, die auf eine eigentümliche Art und Weise in deinem Kopf zu Vorstellungen werden. Das ist das, was ist. Und umso mehr du in das Jetzt kommst, umso mehr wird dir auch bewusst, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Das heißt, letztendlich geht es um den Weg in eine höhere Bewusstseinsebene und das ist abhängig von der Reife. Es wird immer schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist die Elena. Fakt ist, du bist ein Geist. Das, was mir jetzt zuhört, ist ein Geist. Das wiederhole ich immer. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, das ist auch nur ein Gedanke von dir. Und nur dieser Geist ist ewig. Alles andere löst sich immer wieder auf. Und wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal mitkriegen. Und die Erwartung, dass Menschen, die du dir ausdenkst, die immer nur zeitliche Erscheinungen sind, dass die das verstehen können, das kannst du komplett vergessen. Weißt du, Heiko, wenn wir jetzt ein aktuelles Thema nehmen, jetzt machen wir mal so ein kleines Gedankenspiel, wenn du zuhören willst. Wir denken uns jetzt mal eine kleine Gruppe von Menschen, blauen Menschen, normal gesprochen. Unterschiedlicher Couleur, ich sage, das sind Christen, das sind Moslems, das sind Studierte, das sind einfache Menschen. Und man müsste meinen, wenn ich jetzt nur einfach das Beispiel erkläre als erstes, und das Schwammbeispiel danach erkläre, in der einfachsten Form, dass dir klar werden muss, dass du, egal wer du jetzt zu sein glaubst, dir deinen Glauben gar nicht raussuchen konntest. Das heißt, du wurdest in einem gewissen Maß zwangsverreligiosiert, könnte man sagen. Das ist, ich kann jetzt mir raumzeitlich gedacht ein Baby aus Kenia nehmen und ich lasse das hier in Deutschland groß, wenn im Bayerischen Wald. Dann wird er ein breites Bayerisch sprechen und wahrscheinlich ein Katholik sein, wenn dann die Kinder dann gleich von klein auf die Eltern so taufen, dass er in der Gemeinde integriert ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass den Glauben, den du zurzeit vertrittst, konntest du dir gar nicht raussuchen.
ist immer wieder das Beispiel in der Matrix, wenn was in einer Matrix groß wird, jetzt bildlich, symbolisch gesprochen, die Gebärmutter, das Wesen kann sich nicht raussuchen, was es wird, ob es ein Hund wird, ob es eine Katze wird, es kann sich seine Augenfarbe, seine Haarfarbe nicht raussuchen. Und das ist deine momentane Ausgangsposition. Das heißt, du arbeitest mit einem gewissen Intellekt, der in dir Vorstellungen erzeugt. Das habe ich lang und breit in dem letzten Gespräch mit Matten nochmal klargelegt, mit dem Computer. Dieser Intellekt macht die Bilder und die Vorstellungen. Und du wirst irgendwann einmal eine tiefe Demut kriegen gegenüber den heiligen Schriften aller Religionen, dass die das auf den Punkt bringen, aber sobald du das wieder in raumzeitliche Vorstellungen umwandelst. Schönes Beispiel hier, dieser Philosoph, das letzte, wo ich dir geschickt habe per Skype. Da merkst du das, dass die Grundaussagen dir erklärt, dass das eigentlich Holofeeling ist, und dann fängt er schon wieder an in einer zeitlichen Entwicklung der Sprache von besser, von weniger gut. Ich sage immer, du kannst reden von vollkommen und weniger vollkommen, aber da sind natürlich immer wieder diese Problematik, die aufsteht, dass hier es Christentum als Ding an sich gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ein Chat, das platzt ja schon wieder in Einzelteile auf, in Katholiken, in Protestanten, und die sind dann wieder zerstritten. Und was soll uns das sagen? Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt Holofeeling mit dem Dasenbeispiel, dass jeder Recht hat. Leid entsteht nicht durch das, was in deinem Kopf in Erscheinung tritt, sondern durch deine Interpretation, wie du zwanghaft mit deinem Intellekt darauf reagierst. Darum sage ich immer wieder, das Ego, das wir uns jetzt ausdenken, das ist praktisch dein Intellekt, dein Programm, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Und erleben du das, der Geist, der mit diesem Intellekt arbeitet. Und wenn du die Welt verändern willst, versuch nicht, die Bilder auf der Leinwand zu verändern, du musst das Programm verändern. Und Veränderung ist jetzt sehr wichtig. Verstehe ich unter Veränderung, das Alte will ich nicht mehr, ich will ein Neues. Wo ich immer wieder sage, das ist der klassische Mensch, der einseitige Ziele anstrebt, der meint, die Welt wird besser, wenn das, was jetzt ist, weg ist und es kommt was anderes. Das dann neu sein muss, aber das Gegenteil von dem Bestehenden ist zum Beispiel. Das ist immer eine Entheiligung vom Heiligen Ganzen. Und ich sage, Verbesserung, wenn, dann musst du das heilen. Das heißt, es fällt noch unheimlich viel. Mein Beispiel hiermit, wenn ich sage, ich habe mir, sagen wir mal ganz grob, meine Vorstellung ist ein S und es taucht mir nicht mehr und ich will ein T dafür. Das D ist genauso unvollkommen wie das S. Ich brauche das ganze Alphabet. Das heißt, ich muss alle Religionen mit integrieren, alle Sichtweisen mit integrieren, und das bringt in den Kern des das ein Beispiel. Und das ist ein intimer Akt. Erwarte nicht, dass das ein Gedanke von dir kann. Das ist der Schritt. Man erwartet immer, dass die anderen beginnen. Die anderen sind schuld. Und in Almena und so oft im Fegenstall habe ich immer wieder erwähnt, der Einzige, der wirklich schuld ist, ist niemals ein Gedanke, den du dir denkst. Ein Pinsel malt ein Bild. Ein träumender Geist träumt. Alles, was im Traum in Erscheinung kriegt, ist Erschaffenes. Sucht sich das nicht raus. Der Einzige, der wirklich schuld ist, ist der, der sich's ausdenkt. Dann kannst du sagen, das bin ja ich. Aber dieses Ich, das du jetzt dir vorstellst, bist du nicht. Das ist der träumende Geist, der jetzt symbolisch in dir auftaucht. Und der kann sich ja nicht raussuchen, was er träumt. Der ist auch frei zu sprechen. Das heißt, diesen Geist erheben in diese Richtung des Nicht-Denkbaren. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Immer wieder dran denken, existieren. Existere heißt heraustreten. Das ist immer wieder auch so diese Frage, wo ich so oft anspreche, Gott, ob Gott existiert. Die Frage stellt sich für einen, der weiß, was das Wort Existenz bedeutet, stellt sich die Frage gar nicht. Gott kann nicht existieren. Weil alles, was existiert, ist das, was aus Gott, aus dieser großen Einheit heraustritt. Die wir sind, in einem roten Wir. Das ist das, dann hast du die geistige Welt betreten. Was auch ganz, ganz wichtig ist, diese ständige Wiederholung, das, was ewig ist, kann nicht gedacht werden, weil alles, was du denkst, ist bloß eine Gedankenwelt, ist eine zeitliche Erscheinung. Stimmt oder stimmt, Heiko? Jetzt stell mal eine konkrete Frage, sonst wiederhole ich immer wieder das, was ich eh schon tausendmal gesagt habe. Das ist ja gut. Wie lebt man damit? Super. Betonung liegt auf UB. Ja, im Prinzip alles, was ich mir
Ich versuche jetzt die Wörter zu greifen. Alles, was ich mir gefragt habe, hast du schon beantwortet. Tausendfach, ja, es ist Tausendfach. tausendfach in verschiedenen Ich habe Beispielen. es alles begriffen. Es wird jetzt gerade Ja. installiert, wenn man das so Das ausdrücken ist will. genau, das sind die, merkst selbst hier die Beispiele, sage ich. Was ganz, ganz wichtig ist, du wirst merken, dieses oft zitierte Beispiel, jeder Beobachter, der was beobachtet, egal in welcher Ebene wir uns sind, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist, bleibt ein blindes Arschloch. Und du musst den Sprung jetzt überwinden, dass du in der Selbstbeobachtung merkst, mit welchen Sachen du mit deinem momentanen Programm dich reibst oder dagegen bist. Das ist die Einseitigkeit. Und das habe ich ja schon umgangen, dass ich gesagt habe, hier zigfach dieses Beispiel, Elena beobachtet irgendeine Diskussion oder befindet sich in einer Diskussionsrunde. Und du musst jetzt der Geist werden, dem das bewusst wird. Und von dem Geist aus gesehen, den Heiligen Geist, der hat dieses Dassenbeispiel, egal was in dir einer äußert. Du wirst sagen, der hat recht. Von seinem Standpunkt aus gesehen. Und du musst jetzt dein Ego beobachten und du wirst zwangsläufig feststellen, das ist für manche Sachen, findet es gut und andere Sachen findet es schlecht, weil Ego immer verbunden ist mit einem Standpunkt. Das hat hier zu tun mit der Verkörperung. Das ist nichts Negatives, was ich dir sage. Das beginnt ja schon, ob du jetzt die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielst. Geist als Ding an sich ist neutral. Und da ist jetzt wichtig, dass dir das einfach bewusst wird. Das ist das, was ich dir hingucken nenne. Es geht nicht darum, dass du dein momentanes Programm veränderst. Das ist mein Beispiel, wenn ich sage, du bist ein Schauspieler und du spielst eine Rolle. Du sollst diese Rolle weiterspielen und du fragst mich, wie lebt man damit, wenn du in der Bewusstheit bist, dass das nur eine Rolle ist, hast du vor nichts und niemandem Angst. Die Einsamkeit kommt. Das kommt zuerst einmal die Einsamkeit, das habe ich auch sehr oft beantwortet. Du wirst dich sehr allein fühlen mit dem Bewusstsein, dass du momentan als träumender Geist der einzige Geist in deinem Traum bist. In einem Traum, in einer Traumwelt gibt es nur einen Geist, das ist der Geist, der träumt. Und alles Ausgedachte sind vergängliche Erscheinungen. Wenn man merkt, dass es nur jetzt gibt, wirklich nur jetzt, es gibt nichts Es anderes, gibt nur jetzt. es gibt nur einsames Jetzt, dann kriegt man Angst. Wer bestimmt jetzt das? Das macht das Ego, das ist dein Wert- und Interpretationssystem. Man beobachtet Das alles. sollst du merken. Das Ja. sollst du merken. Das ist ja schon wieder eine Wertung, weil du musst jetzt wissen, nach dem Prinzip, ich setze mal, was ist das Gegenteil von Angst? Müssten wir jetzt ein bisschen rumdüfteln? Die Freude ist es nicht. Das Gegenteil von Angst ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Also Angst hat zu tun, ist jetzt nicht das Gegenteil, aber Angst ist immer verbunden mit einem Bedürfnis nach Sicherheit. Das heißt, eigentlich ist das Gegenteil von Angst die Sicherheit selber, wenn man das genauer anschaut. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du im tiefsten Innern als Geist verstanden hast, was du bist? Praktisch etwas, was man nicht denken kann. Du bist in deinem Traum das Einzige, was nicht gedacht werden kann. Weil alles, was du denkst, sind Erscheinungen in deinem Traum. Das gilt auch für den Körper oder für den Menschen, der du zu sein glaubst. Dann verlierst du die Angst, weil nichts kann nicht vernichtet werden. Dir wird zuerst einmal deine eigene Ewigkeit bewusst. Ich habe den Angst verloren, wenn ich es verloren habe. Und es kommt, wenn es kommt. Das ist jetzt eine Sache, weil das Ego noch wirkt. Genau. Das ist ein Prozess, der dauert ein Leben lang. Das Schöne hast du ja gerade schon angesprochen, was ich erkläre, es ist ein Unterschied, ob du was begriffen hast oder ob du es verstanden hast. Und du bist die Erste, die das mitkriegt. Und du hast jetzt erkannt als Geist, dass du es begriffen hast, aber du hast es noch nicht installiert. Du bist dabei, das zu Ich installieren. habe Wenn das ganzen wirklich. Entschuldige, ich habe Ja? ganze Nacht mit dir gesprochen, wirklich. Ich habe es alles wahrgenommen. Immer Und Selbstgespräche. immer Selbstgespräche. Und dann war natürlich, als ich hier war, hat Heiko gefragt, was willst du von Udo? Mir ist jetzt so klar, dass ich nur mit einem Monitor spreche. Und ich habe keine Ahnung, was ich vom Monitor möchte. Weil du kannst nicht anders sein, als ich dich schon mal vorstelle. Und das ist das Traurige daran, weil das Ego erhofft, dass du mir etwas geben kannst, aber du kannst mir nichts geben. Das ist Nein, das Problem. Du ich kannst kann, mir ich kann dir überhaupt nichts nichts geben. geben, was du schon besitzt. Ich kann dich nur dabei unterstützen, dass du Geist, der du jetzt irgendein Mensch zu sein glaubst, dass du dich wieder erinnerst, dass du der bist,
der seine Gedankenwellen anschaut. Aber das passiert doch so oder so. Man braucht nur. Es passiert ganz einfach. Darum sage ich ja, die Reife, das ist ja der Unterschied zu Religionen. Religionen auf dieser ausgedachten weltlichen Ebene streben einseitige Ziele an und es wird immer unterstützt mit diesen Versprechen und mit den Drohungen. In allen Religionen, die versprechen dir was, wenn du das tust, was die Religion an Regeln vorschreibt, kommst du ins Himmelreich und wenn du es nicht tust, kommst du in die Hölle. Nehmen wir jetzt aktuell diese total von uns jetzt ausgedachten Moslems. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, es bleiben Gedanken. In Almen habe ich zigfach gesagt, wenn ich jetzt von korrupten Politikern rede, ich werfe diesen Politikern, die ich mir jetzt nicht ausdenke, vor, dass sie so sind, wie ich sie mir ausdenke. Das ist ein ganz, ganz bewusster Akt, aber wir müssen auf der unteren Ebene, muss ich Kompromisse eingehen. Und es ist das Verrückte, dass ich eigentlich die frohe Botschaft bringe. Das ist das, immer wieder zitiere, wenn du die Heiligen Schriften nimmst, und ich mache jetzt ja hier zuerst einmal das christlich-jüdische, wobei das um alle Heiligen Schriften geht. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Stille stehen wir die Zeit. Wir bleiben nur im Deutschen. Das heißt, es gibt nur jetzt. Jetzt haben wir natürlich zwei verschiedene Jetzt. Wir haben das rote Jetzt. Das rote Jetzt ist alles, was jetzt passieren kann, gleichzeitig als Kontinuum. Das Wort betone ich so oft. Das ist ein lückenloser Zusammenhang. Und das kann man auch, wenn man sich Gedanken darüber macht, noch verfeinern. Du kannst jetzt hier, wenn ich zum Beispiel ein Buch habe und du denkst jetzt nur an das Buch, dann ist es ein Kontinuum. Und wenn wir das jetzt aufschlagen, wenn du da reinschauen willst, das ist Schrödingers Katze, haben wir zuerst einmal zwei Seiten. Und jetzt hast du hier zum Beispiel vor dir zwei Seiten und du kannst jetzt als Chatgedanke, in dem Moment, wo du die Worte anschaust, die sind jetzt kein Kontinuum mehr, das ist kein lückenloser Zusammenhang, sondern jetzt hast du schon das Ganze, wenn man das jetzt hebraisieren wird, Heiko wird sich das Mitzrayim nennen. Mitzrayim ist doch Ägypten. Aber MZR, diese Radix heißt hier, ein Formwerden, wenn du tiefer in die hebräische Mythologie gehst, heißt, es wird eine große Fläche in einzelne Felder eingeteilt. Es werden Grenzen gezogen, es werden Unterschiede gemacht. Und wenn du die zwei Seiten jetzt anschaust, dass die Worte, jetzt sind sie ein lückenloser Zusammenhang, weil du gar nicht an die Worte denkst. Du denkst jetzt nur an das Buch. Jetzt schau mal in das Buch rein, ich will jetzt nicht auf Seiten, ich bleibe jetzt extra mal auf dieser einen Facettenseite, diese Doppelseite, diese Gedankenwelle, die wir aufspannen. Siehst du jetzt kleine Facetten, das heißt, das ist jetzt kein lückenloser Zusammenhang mehr, das wäre, wenn es zwei weiße Blätter wären. Sondern das ist jetzt schon in Feldern eingeteilt, in kleine Facetten eingeteilt, was aber dir überhaupt nichts sagt, weil das ist eine Reizüberflutung. Das heißt, wenn du dir das genauer anschauen willst, musst du zuerst einmal dir eine Seite raussuchen und dann musst du eine Zeile raussuchen und dann ein Wort. Und selbst bei dem Wort sage ich immer wieder, was liest du aus dem Wort, was löst das Wort in dir für eine Vorstellung aus? Das ist mein Programm wiederum, mir. Das sind immer Dassen. Das heißt, ist das ein Beispiel, hebt sich jetzt oder verändert sich in verschiedenen Stufen. Das ist eine Dasse. Aus der Dasse schauen wir jetzt mal die Seite an. Von der Seite schauen wir die Zeile an. Von der Zeile schauen wir das Wort an. Und wenn du ein Wort anschaust, ist auch wieder, habe ich im letzten schon so oft gesagt, dass viele Wörter, ich sage jetzt zum Beispiel hier Bäder, und jetzt kann jetzt eventuell irgendein bestimmter Mensch in dich einfallen, wenn in deinem Bekanntenkreis ein Bäder ist, oder für dich ist es bloß ein männlicher Vorname. In dem Wort Peter steckt ja so unheimlich viel. Jetzt, wenn du die reine Konsonante Radix nimmst, ist es zum Beispiel hier das PTR, ist die Erstgeburt, der Beginn, der Anfang. Aber natürlich, wir können jetzt schon wieder das Wissen, wird zu einer erscheinenden Berechnung. Damit beginnt ja alles. Das TR einer gespiegelten Berechnung, wenn man das, Entschuldigung, der Beginn, der Anfang schreibt sich mit T, das Wissen wird zu einer gespiegelten Berechnung. PTR, schau, das ist der Beginn, der Anfang, das ist das hebräische Wort. Dieser Komplex ist natürlich ein riesengroßes Symbol. Wenn ich daraus bei Beder nur einen männlichen Vornamen mache und den dann vielleicht nur an einen ganz bestimmten Beder denke, weil der immer mein Freund, mein Bruder, wer auch immer, merkst du, dass das schon eine extreme Entheiligung ist von dieser Radix. Dass da unendlich viele, nicht nur Bäder, verschiedene Bäder drin sein können, sondern auch noch ganz, ganz andere Sachen mit auftreten können. Und das ist dieses Vereinfachen, was mit Holofeeling passiert, dass die zuerst einmal klar sein muss, dass umso weniger Buchstaben eine Radix hat. Ich habe hier zum Matten in den letzten Skype-Gespräch, wenn du manche Zweierradixen anschaust, in Althebräisch-Wörterbüchern, das sind auf 4, 5 Seiten, was die bedeuten.
Und das ist bei weitem noch nicht alles. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das hebräische Wort für fordern nehme, AB, da steckt schon aus 1 bei 2. Das ist ganz grob, das ist einmal hier so der grobe Begriff, darum heißt es auch aufblühen. Und du kannst jetzt durch das Iterieren von Deutsch-Hebräisch kann man das analysieren, das muss man aber nicht wissen, das ist immer wieder, du weißt ja auch nicht, jetzt bleiben wir mal in der normalen materialistischen Denken, ich bin ein Trockennasenaffe, in dem Moment, wo du was isst, laufen nach dieser Trockennasenaffenlogik, wie man sich den vorstellt als Säugetier, laufen unendlich komplexe Prozesse ab, wo jetzt ein Mediziner, der sich mit Ernährungswissenschaften beschäftigt, auseinandersetzt, wie der Magen die Speise aufspaltet mit Säuren, wie die ganzen Nährstoffe herausgezogen werden. Jetzt kannst du hier Wissen in dir wachrufen durch Neugier. Das kommt immer aus dir. Das heißt, du arbeitest immer mit einem gewissen Wissen und die Welt, die ganze Welt, was du zu sein glaubst, wie die Welt funktioniert, das ist dein blaues Ich, das ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, ist aber in Bezug auf die Möglichkeiten, die unendlich sind, ein absolutes Nichts. Und du wirst immer mehr in die Irre gehen, wenn du meinst, du könntest in der Detaillierung ein Wissen kriegen über das Ganze. Nimm doch wieder dieses Beispiel mit dem Bild. Wir nehmen jetzt ganz abstrakt ein Bild und es teilen wir in kleine Facetten ein. Das Bild kann ein Wissensgebiet sein, zum Beispiel die Medizin. Und da wirst du merken, wenn du detaillierter das Wissen haben willst, musst du in ein Fachgebiet reingehen. Was weiß ein Allgemeinmediziner von Neurologie? Das sind dann schon wieder Spezialisten und innerhalb dieser Spezialisten gibt es wieder Spezialisten und wieder Spezialisten. Das heißt, umso mehr du dich konzentrierst, umso genauer kriegst du das, was du anschaust, detailreicher zu sehen. Du verlierst aber das Ganze im Hintergrund aus den Augen. Und was jetzt Holofeeling ist, dass ich dir jetzt erst einmal erkläre, dein Ziel ist das heilige Ganze, also geh in die andere Richtung. Es wird immer einfacher. Du musst dich mit deinem Fachgebiet bloß so weit auseinandersetzen, soweit du Interesse hast und du das Grobe verstanden hast und dann kannst du das abhaken und weglegen. Und wenn ich kein Interesse mehr habe, für gar nichts? Dann hast du Interesse für alles. Das ist die verborgene Harmonie, was du jetzt ich sagst. Ich weiß ganz genau, was du sagst, aber es macht keinen Aha-Effekt. Es ist wenn du dich für alles interessierst, wenn du dich für Gott interessierst, musst du aufhören, dich für etwas Besonderes zu interessieren. Es löst sich alles auf. Deswegen war die Frage. Es löst sich alles auf. Es ist stille stehen wir die Zeit. Das heißt, du erkennst den Unterschied zwischen einem blauen Jetzt-Moment, den du nicht festhalten kannst. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich spreche. Jedes Wort spreche ich jetzt und jedes Wort, du kannst dann wieder kleinere Gruppen, diese Chatgruppen in Zahlen zusammenfassen und so weiter, Geschichten. Das sind aber immer, ja, du erzeugst immer neue Kollektionen. Der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Das ist jetzt diese Erdkugel für dich. Mit einem anderen Programm war es eine Scheibe. Es ist immer was Ausgedachtes. Du musst dir nur bewusst machen, kann ich... Den Satz habe ich zigfach wiederholt. Für dich selber dich so weit disziplinier, dass du nur noch mit Fakten arbeitest, die du hier und jetzt beschwören kannst. Das heißt, was ist jetzt da? Und da wird jetzt erst, mach dir mal bewusst, und jetzt muss ich ein bisschen der Zeit dazu bringen, als Hilfsmittel, du kannst das beschwören, was du mit eigenen Augen gesehen und erlebt hast. Und ich sage, ich mache ein kleines Hilfsmittel, alles, was du jetzt glaubst, in der Vergangenheit selbst erlebt zu haben oder mit eigenen Augen gesehen hast, das kannst du auch beschwören. Das Hilfsmittel ist, das hast du jetzt gesehen und das war hier. Du weißt, was ich meine? Mm. Alles, was du nur vom Hören sagen kannst, ist möglich. Und wenn du dich daran hältst, dass du sagst, ich glaube, nur noch das, was ich wirklich beschwören kann, ohne an meine Einheit zu schwören. Wirst du merken, dass 99% aller Probleme, die du bisher geglaubt hast, die Probleme erzeugen, sich im Nichts auflösen. Sobald man im Jetzt ist. So einfache Sätze des Mitleidens. Das ist eine Erziehung des Angstmachens. Man könnte sich eine normale raumzeitliche Weltlogik vorstellen. Auch das bin ich in manchen Selbstgesprächen darauf eingegangen. Ich glaube, im dritten Band der Ohrenbarungen habe ich dieses Beispiel, eine Geschichte, immer dran denken, ich erzähle dir Märchengeschichten, die sehr, sehr viel Weisheit beinhalten von dem Bali. Wenn du jetzt in Geschichtsbücher reingehst, wir holen uns Bücher über die Geschichte von Bali.
Zuerst einmal, wir machen ein Buch auf, das sind wieder Worte und diese Worte lösen in uns jetzt Vorstellungen aus. Ich sage nicht, dass da außen ein Bali gibt und dass es eine Vergangenheit von Bali gibt. Das muss dir jetzt erst bewusst sein, aber jetzt komme ich zum eigentlichen Kern. In dem Bali, so steht es in den Geschichtsbüchern, die hatten einen ganz anderen Glauben. Und zwar wurde hier geglaubt, dass das nur eine Art Traumwelt ist und jeder Mensch, der in dieser Welt stirbt, kommt in die Wirklichkeit. Die Christen nennen das ins Himmelreich. Das ist eine Übergangsphase. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich denke jetzt an ein Menschenbaby, das noch in der Gebärmutter der Mutter drin ist. Das ist unsere momentane Welt, hochinteressant. Und wenn gestorben wird, wird das Kind eigentlich geboren in die Wirklichkeit. Und jetzt ist es also so, man muss einfach dieses Leben, diese Entwicklungsphase durchleben. Ich könnte sagen, ich muss halt eine Zeit lang Raube sein, bis ich ein Schmetterling war. Mhm. Jetzt ist es in dem alten Bali so gewesen, kannst nachprüfen wieder, wenn du jetzt Geschichtsbücher dir suchst, wird es drinstehen, dass immer wenn einer gestorben ist, wurde nicht getrauert, sondern man hat sich für den gefreut, man hat gefeiert und hat eigentlich gesagt, hoffentlich bin ich auch bald dran. Und da war noch eine schöne Sache, dass wenn jemand verheiratet war, wenn der Mann gestorben ist, durfte er seine Frau vorzeitig mitnehmen. Das heißt, die hat ein Gift zu trinken bekommen. Und dann wurden beide gemeinsam verbrannt. Also der Leichnam wurde immer verbrannt und dann ist er in diese höhere Welt aufgestiegen. Und wenn du jetzt verheiratet gewesen bist, darfst du deine Frau mitnehmen. Die Frau hat dann Gift getrunken, ist praktisch eingeschlafen, vollkommen schmerzlos, wurde vergiftet und wurde mit dem Mann verbrannt, dass der seine Frau mitnimmt. Wenn du das jetzt mit deiner Logik bewertest, sagst du das ja barbarisch. Jetzt pass auf, jetzt geh mal in die Welt. Du stellst dir vor, du wirst als Kind jetzt immer normale zeitliche Entwicklung, die für dich logisch ist, vorausgesetzt, du wächst als Kind in dieser Welt groß und immer wenn eine Beerdigung gefeiert wird, wenn du 6 oder 7 bist, ist es ungefähr so, wie wenn du dich jetzt erinnerst, dass irgendein Familienfest war, ein runder Geburtstag oder es haben eine geheiratet. Als Kind kriegt man das ganz anders mit, da wird ein Fest gefeiert, die Familie kommt zusammen und es wird riesengroß gefeiert. Und Beerdigungen sind für dich im Prinzip dasselbe, das ist das größte Fest, das wird am meisten gefeiert, dass wieder einer aufsteigen darf. Ich weiß ganz genau, was du damit sagen willst. Du hast überhaupt keine Angst vorm Sterben. Mhm. Weil man dir das nicht erzählt hat, dass das schlimm ist. Das heißt, das Problem deiner ganzen Ängste liegt in dieser falschen Erziehung. Und ich betone, da ist jetzt nichts verkehrt. Keine Schuld. Ich nenne das, das sind die Führerscheinprüfungsbogenfehler. Mhm. Darum ist es auch so unendlich tödlich, wenn du an Traditionen festhältst. Dass du immer dir klar machen musst, es sind Märchengeschichten und du hast es zu durchschauen, es gibt bloß jetzt. Das zweite Gebot ist der Schlüssel. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot. Deutsch, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Es ist in dir, in deinem Kopf, beroschet. Und hätte ich es nicht in deinem Kopf gemacht, dann wäre es nur nirgendwo. Und das kann man nur alleine machen. Das heißt, es kann nur der Geist erleben, der mir jetzt zuhört. Ich spreche immer nur mit dem Geist. Alles andere sind vergängliche Erscheinungen. Wie oft habe ich jetzt, wenn ich jetzt wieder gezielt den Heiko anspreche, Heiko, wie oft hast du in den Selbstgesprächen gehört, dass ich sage, hast du als Geist das Gefühl, dass du älter geworden bist, wenn du in der Lage bist, dich komplett zu lösen? Wie oft grübelst du über irgendwas nach, über ein Computerprogramm, wo kein Hauch an den Klops Heiko ist? Kein Gedanke. Du bist doch offensichtlich was anderes wie ein Gedanke von dir. Du bist der, der sich diese Gedanken, diese Informationen anschaut. Das ist doch kein religiöses, esoterisches Geschwätz. Das ist ein Faktum, ein absolutes Faktum. Schwierig war das Ganze, wenn du jetzt noch unsicher bist in deiner eigenen Meinung und du meinst, du müsstest jetzt eine Bestätigung von einem Gedanken, das heißt eine Bestätigung von einem Menschen bekommen, dass das stimmt, der in den Traum in Erscheinung tritt. Ein Gedanke wird niemals verstehen, dass er ein Gedanke ist. Verstehen kann nur der Geist selbst. Und darum ist es auch, wenn wir jetzt hier wieder uns eine Gruppe von Menschen nehmen, die Masse, wenn ich das am Anfang das Beispiel nehme, wo ich sage, wir machen einmal eine Gruppe verschiedener Menschen und wir machen einfach nur einen Gedankenspaziergang. Ich erkläre das ein Beispiel und ich erkläre das Schwammbeispiel in der ersten Ebene. Wenn da nur ein Hauch von Geist hinter diesen Personen steckt, müssen die eigentlich sagen, das ist interessant, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Das ist ein Beispiel, wenn man sich erhebt und kann das nachvollziehen, muss man akzeptieren, dass über ein Thema es unendlich viele Meinungen geben kann, Perspektiven geben kann. Das ist aber eigentlich das Thema selber, zu dem gehören all diese Meinungen.
Das heißt, wenn ich das Wort Religion nehme, das Wort Religion, das ist alle Religionen in eins gedacht. Und jede Religion ist nur eine Facette und die können sich durchaus total widersprechen. Das oft zitierte, wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder wurde nicht gekreuzigt? Ich sage zuerst einmal, es wird für dich so sein, wie du dir das ausdenkst. Aber was ist die Ursache, dass du dir das ausdenkst? Ja, schlichtweg lese ich das Neue Testament oder den Koran. Oder bin ich ein tiefgläubiger Materialist, dann hat es an Jesus sowieso nicht gegeben. Für den gilt dann keins von beiden. Weil jemand, den es nicht gegeben hat, der kann weder gekreuzigt werden, noch nicht gekreuzigt werden. Weil er nur Märchenfigur ist. Und er kann innerhalb dieser Märchengeschichte das erfahren, aber Märchenfiguren sind fiktiv. Stimmt oder stimmt? Und ich sage, wenn du die Gedankengänge mitgehst, auch in Bezug auf den eigenen Glauben, das Schwammbeispiel sagt dir schlichtweg, es ist keine Frage, dass du zum Beispiel, wenn du Schweinefleisch siehst, dass du Ekel empfinden kannst. Du musst nur schauen, was in dir drin ist. Oder wenn du ältere Selbstgespräche hörst, was nicht, Traigo, kannst dich erinnern an meine Sai Baba Gabi Geschichte? Immer Lolga? Soll ich dir mal kurz erzählen? Also ich mache jetzt eine Geschichte wieder. Für mich ist es immer wieder, das kannst du jetzt erlebt haben oder nimm es als Märchen, das spielt keine Rolle. Da war ich eingeladen, ist hier und jetzt ausgedacht, schon viele Jahre her auf Mallorca und da hat sich dann eine dran gehängt, eine reiche Frau, die hat sich den Luxus geleistet, dreimal im Jahr zum Sai Baba zu fliegen. Gott hab ihn selig. Den gibt es jetzt auch nicht mehr, der ist ja auch schon tot. Habe ich gehört, habe ich gelesen, aus der Zeitung heraus. Okay, also sie, und dann hat sie hier von Bekannten gehört, oh, da ist der Menschensohn da, und dann ist sie neugierig geworden. Und ich will jetzt das Wichtige machen. Und da war ich eingeladen auf Mallorca, auf einer Finger, und diese Finger gehört einen großen, der hat einen ganzen Haufen Metzgereien. Also so ein Großmetzger, ganz feiner Kerl, interessiert sich ja so nicht drüber, und das ist ein Bekannter von ihr. Die kennen sich schon länger, über den hat sie das erfahren, dass ich da dort bin als Menschensohn. Und wir sitzen in ein Hotel, ich war in einem Hotel, die war bei mir im Hotel, und dann haben wir hier einen Rotwein getrunken und dann haben die so kleine Serrano-Schinken hingestellt. Und dann sage ich, Gabi, lang doch zu, Gabi hatte ich geheißen. Und dann sagt die zu mir, ich esse kein Fleisch. Und dann sage ich, dann stelle ich nur eine Frage, warum? Schmeckt es dir nicht? Und dann druckt sie ja eigentlich schon, aber. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Gabi. Du hast jetzt einen ganz klaren, wenn du in dich reinschaust, kannst du nachforschen, wieso du kein Fleisch isst, obwohl ja hier von Kindheit an du das gern gegessen hast, aber jetzt ist irgendwas passiert, dass du kein Fleisch mehr isst. Du hast dir eine gewisse Logik wie ein Virus eingefangen, das dir jetzt logisch erscheint, was du jetzt sagst, man soll kein Fleisch essen. Was jetzt natürlich interessant ist, ich kann dir jetzt einen ganzen Haufen Leute bringen, die sagen, ich esse kein Fleisch und jeder hat einen anderen Grund. Hängt davon ab, was er nachplappert. Die einen essen kein Fleisch, weil sie nicht wollen, dass die Tiere gequält werden, die geschlachtet werden. Und immer dran denken, es gibt bloß hier und jetzt, das sind Gedanken, du denkst dir das aus. Das heißt, du bist an allen schuld. Die anderen essen aus religiösen Gründen kein Fleisch, die anderen reden sich ein, dass das ungesund ist. Also jeder hat einen gewissen Grund, wieso er kein Fleisch isst. Und ich sage, ich kann dir jetzt auch 10 Gründe sagen, dass es eine Todsünde ist, kein Fleisch zu essen. Zum Beispiel meine Sache, dieses zum Fressen gern haben. Ich wiederhole kurz mit den Mineralien, kennst du das? Die Mineralien werden von den Pflanzen aufgenommen, das ist eine höhere Seinsform. Und in dem Moment, wo Mineralien rumliegen, sind die Dreck. Wenn ein Mineralkristall das Glück hat, dass er von einer Pflanze gefressen wird, gliedert sich dieses Mineral in den Pflanzenkörper ein und steigt praktisch in der Lebensform eine Stufe mit höher. Umgekehrt ist es, wenn ein herausgeschleuderter Wassertropfen wieder zurück ins Meer fällt, der wird nicht weniger, sondern der wird mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Pflanzen werden von Tieren gefressen. Und ich sage jetzt, die Tiere, die von Menschen, Mensch ist eine höhere Seinsform, von Menschen gefressen wird, integriert sich, wird ein Teil dieses Menschen und der Mensch wird von der Erde gefressen. Jetzt als Symbol, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist das, was ich Globalbewusstsein nenne, wenn du dich darüber erhebst. Okay? Das heißt, wenn du jetzt sagst, das und das will ich nicht, verweigerst du diesen niedrigeren Wesen, dass sie auf eine höhere Stufe aufgenommen werden. Ich sage, das ist jetzt eine Logik, ich sage nicht, dass es richtig ist. Zu dieser Logik gibt es ja wieder logische Systeme, die im Widerspruch sind. Alles, was wir aussprechen, ist immer einseitig.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer, wenn du Wellenberg mit Globalbewusstsein, unsere Erdkugel, die angestrahlt wird, ist eine Seite hell und eine Seite dunkel gleichzeitig. Da gibt es kein Vorher und Nachher, wenn du dieses Globalbewusstsein hast. Der letzte Satz, wo ich sage, diese Erdkugel wird hundertprozentig vernichtet werden, so wie alles, was du dir ausdiebst, vernichtet wird. Die Erdkugel ist ja schon weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Das Problem ist nicht, wenn die sich auflöst, sondern dass die immer und immer wieder hartnäckig kommt und im Hintergrund steht in deinem Glaubenssystem, ist die fest verankert auf einer tieferen Ebene. Und das musst du überwinden. Ich habe mir jetzt eingeredet, also seit langem, seitdem ich dich anhöre, was ich nicht verstehe, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Es ist nur, dass ich noch wahrscheinlich nicht reif genug bin. Einseitig, genauso ist es. Dass das, was du nicht verstehst, ist, dass du in der Logik noch festhängst, dieser Einseitigkeit, dass dir was logisch erscheint. Du hast so oft gehört den Satz, jede Vorstellung von richtig, da steckt das Wort Richtung drin, die Richtung, jede Vorstellung von richtig beinhaltet ein Gegenteil. Genau. Eine Kehrseite. Und was du nicht verstehst, ist, dass deine Logik dich hindert, dich so frei zu machen, dass du das Undenkbare denkst. Du kannst es denken. Es ist viele sagen immer, das ist doch unvorstellbar, das. Ich mache die Gabi-Geschichte kurz weg. Wir sind dann abends eingeladen auf dieser Finger und der hat gut aufgetischt. Ist ein Metzgermeister. Ist hochinteressant, hier, der bringt immer von seinen eigenen Metzgereien das Fleisch mit und die Würste mit. Nicht, weil er geizig ist, sondern dass er sagt, hier, ich habe so super Sachen, was soll ich die hier kaufen? Und der Gabi, das ist eine alte Bekannte von ihm, da weiß er, dass das ein Hardcore-Vegetarier ist, der hat einen riesengroßen Salatschüssel hingestellt für sich selber. Also das war schon, wenn die bei dem eingeladen ist, stellt er von vornherein bloß einen Salat hin. Und wir sitzen dann so und plötzlich lang die an der Schüssel vorbei in die Waschplatte rein und lädt sich Wurst mit auf. Und er kriegt hier, wenn er heißt, dann hat er solche große Augen bekommen und schaut mich an und sagt, Mensch Udo, was hast du mit der Gabi gemacht, dass die ihr Fleisch isst? Und dann schaue ich ihn dann an und sage, ich habe sie gefragt, ob es ihr nicht schmeckt. Das ist das Einzige. Warum isst sie dann nicht? Was hindert dich dran? Was hindert dich dran, keine Angst mehr zu haben? Oder andersrum gesagt, was ist die Ursache, dass du vor was Angst hast? Das ist ein Akt von Liebe und jetzt muss man den Unterschied zwischen der roten und der blauen Liebe verstanden haben. Ich rede immer von der roten Liebe, habe ich wieder in dem Mattengespräch in dem letzten nochmal mit erklärt. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich von Leuten, ich höre von so vielen Leuten, man kann doch nicht alles lieben. Ich sage immer wieder, warum fragst du dich nicht, warum? Was ist die Ursache, dass du nicht alles lieben kannst? Es ist dieser Zwang an der Einseitigkeit. Das ist Lieblosigkeit. Wenn man nur das liebt, was einem logisch erscheint und alles, was dir logisch, was deine Logik aufbaut, hat zwangs deine Vorstellungen von richtig setzen immer ein Gegenteil. Und erst wenn du dich darüber hebst, dass du zum Beobachter wirst, der Elena, die einseitig programmiert ist, vollkommen freigesprochen. Dieser Gedanke ist auch ein Gedanke wie alle anderen Gedanken. Erkennst du dieses Prinzip als Geist? Aber dir wird eins klar sein, du kommst jetzt in eine vollkommen neue Welt. Das ist dieses stille Stehen, weil die Zeit, der erste Himmel und die erste Erde, ich sage immer noch dazu, jetzt die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen, weil du jetzt das schlichtweg und einfaches zweite Gebot hältst. Du machst dir kein Bild mehr von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Du weißt jetzt, dass das, was du zu sehen bekommst, aus dir selbst, wie eine Welle auftaucht, in deinem Kopf ist und es ausgedacht wird. Aber dass es nicht da außen ist, was du dir ausdenkst. Ich kann mir jetzt zum Beispiel ein Einhorn ausdenken. Ich kann mir einen Elefant, einen rosaroten Elefanten ausdenken, der Flügel hat. Das kann ich mir jetzt, den Elefanten kann ich mir nach Indien denken. Das kann ich alles machen, aber mir ist bewusst, es ist nur, weil ich es denke, hier und jetzt in meinem Kopf und nicht da außen. Das schöne Spiel mit den Wellen. Die Wellen können das Meer nicht verlassen. Sie sind untrennbar mit dem, der immer ist, verbunden, sind aber, der immer ist, erfordert ein Gegenteil, das ist ein ständiges Kommen und Gehen. Aber was jetzt der Witz ist, dass der, der immer ist, den wir uns jetzt ausdenken, auch nur dann ist, wenn wir uns ihn denken, also das ist noch nicht das absolute im Meer. Ein vorgestelltes Immer ist auch bloß eine Gedankenwelle.
Das ist so einfach zu verstehen, wenn du das einmal gecheckt hast. Und jetzt musst du noch in die installieren, jetzt als ein Menschenleben durchlebt, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass während du das Leben durchlebst, ich könnte jetzt sagen, dass von Seite zu Seite, die du anschaust, von Lebensjahr zu Lebensjahr, sich auch deine Vorstellung von dir selber verändert, das nennst du den Alterungsprozess. Und dass du erst in die Schule kommst, wenn der Säugling sich aufgelöst hat. Und dass du auch in einem gewissen Maß, jetzt machen wir, man kann natürlich dann immer wieder Spezialisierungen sagen, dass du zu einem Greis werden musst, am Ende des Buches, dass das Buch irgendwann einmal zu Ende ist und du das wegstellst. Das ist jetzt diese feine Übergangsphase und dann kannst du ein neues Leben durchleben. Und das war das, was ich in dem Mattengespräch gesagt habe, der Unterschied zwischen Reinkarnation und Auferstehung. Mhm. Und da erkennst du plötzlich diese Riesenfehler in den buddhistischen, hinduistischen Sichten, die hier nicht mehr wiedergeboren werden wollen. Das ist wie ein Schauspieler, der sagt, wenn die Rolle zu Ende ist, will ich keine Rolle mehr spielen. Du musst wissen, dass du als Geist nur zu existieren beginnst, indem du eine Rolle spielst. Es gibt ja nichts anderes. Ein Geist, der keine Rolle spielt, ist definitiv ein Geist, der schläft ohne zu träumen. Der ist das absolute Nichts. Und den, auch hier musst du dir keine Gedanken machen. Du kannst den Prozess, den ich in Gang gesetzt habe, nochmal stoppen. Aber was mir wichtig ist, dass du umso mehr dir das jetzt bewusst wird, dass das göttliche Schöpfung ist, dass nichts, was du dir denkst, für die Ewigkeit erschaffen ist, auch wenn du das wiederholst. Mhm. Wo ich auch sage, dass das oberflächlich betrachtet, wenn du jetzt, bleib mal auf der unteren Ebene, wenn du jetzt in die Stadt gehst oder in deine Wohnung, egal was du machst, dass du meinst, das ist da außen und es verändert sich nicht. Du kannst immer, wenn du siehst, das Bild ist immer neu. Das heißt, jeder Moment ist vollkommen neu. Du bist immer derselbe Geist, aber wenn du jetzt an die Elena denkst, es ist immer die gleiche Elena. Stimmt oder stimmt? Die Haare verändern sich. Schau, Heiko, wenn du jetzt den Udo, ob ich jetzt ein Pixelmännchen bin oder du wirst mich real vor mir sehen. Ich denke mir jetzt mal den Heiko oberflächlich betrachtet, ist es immer noch derselbe halbe Heiko wie vor einem halben Jahr. Aber da ist kein Haar mehr auf deinem Kopf, ist dasselbe Haar, wenn du das Haar jetzt anschaust, weil du das laufend abschneidest. Das heißt, immer wieder altes Beispiel, selbst wenn du jetzt die Hand vor dich hinhältst, du schaust deine Hand an, du denkst an was anderes und dann schaust du die Hand wieder an. Es ist nicht dieselbe Hand, es ist nur derselbe Geist. Jetzt rein materiell, die Fingernägel sind ein paar Mikrometer gewachsen, es sind Hautschuppen abgefallen. Es ist auf dem Mikrobereich, hast du eine ständige Veränderung, auch in der naturwissenschaftlichen Sichtweise. Mit Holofeeling wird es natürlich extrem vereinfacht, wenn ich meine 200 Gramm rote Gnete nehme. Wie oft habe ich das schon gesagt, Heiko, ich mache aus der Gnete eine Tasse, dann klumpen wir das zusammen, dann mache ich ein Brezel draus und dann mache ich wieder eine Tasse draus. Ich kann nur die gleiche Tasse draus machen, aber nicht dieselbe. Weil die Tasse, die ich jetzt mache, ist eine andere Tasse, wie die, die vorher war, die aber nie vorher, die war auch jetzt. Du weißt, was ich meine? Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist die Gnede, die 200 Gramm rote Gnede. Und in deinem ganzen Leben ist nur ein einziger konstanter Parameter, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört, der ein ganz bestimmtes Leben durchlebt, der verändert sich von Anfang bis Ende nicht. Jetzt ist natürlich schon schwierig, wenn du dich mit deinem Körper verwechselst, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Das müssen wir mal anders setzen. Geist wird nicht geboren von einem Trockennasen auf. Das habe ich so oft gesagt. Wo kommst du her? Ich frage den Geist, der mir jetzt zuhört. Wo kommst du her? Wenn jetzt in dir noch was drin ist, das sagt, ich wurde von meiner Mutter geboren, verwechselst du dich schon mit einem Gedanken und dein Konstruktprogramm sagt, du weißt, wo Trockennasenäffchen herkommen, die werden von Trockennasenaffen Weibchen geboren. Das ist aber immer wieder der Säugling und der Greis, das ist wie das Ei und die Henne. Was war zuerst da? Ich sage, die Frage stellt sich nicht, wenn du weißt, dass das ein Bärchen ist. Was war zuerst da, der Wellenberg oder das Wellental? Gleichzeitig. Da merkst du es, die Frage nach einem Vorher löst sich komplett, wird komplett beantwortet mit der Erkenntnis, dass was ist, ist bloß jetzt. Aber wenn was auftaucht, auch das Jetzt, sind zwei verschiedene Jetzt, ein rotes Jetzt und ein blaues Jetzt. Das rote Jetzt ist das Summa summarum aller Jetzt-Momente. In eins gedacht als lückenloser Zusammenhang. Das ist das, was immer ist. Es ist immer Jetzt. Und das blaue Jetzt, der Mom-End, wir haben ja schon M-O-M, habe ich schon immer, wenn du jetzt M-O-M, M-Waff-M
eingibst in Gematrie Explorer in oder in ein Hebräisch-Wörterbuch reinschaust, wirst du feststellen, das ist ein Fehler, ein Feldall. Das ist die Hüllkurve von der Gedankenwelle, die du aufschmeißt. Wie gesagt, das mit der Sprache muss man nicht wissen, Elena. Mir ist viel wichtiger, dass du zuerst einmal ein Gefühl kriegst für dich selbst. Und jetzt nenne ich das schon Elena. Das Ding ist unpersönlich. Der Geist, der mir jetzt zuhört, ist unpersönlich. Ich mache das in dem Gespräch ganz bewusst, aber wie oft sage ich dann immer wieder, es geht mir nur um den Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht. Und das ist nicht nötig, dass du jetzt glaubst, du bist der Heiko, die Elena oder der Udo. Das sind jetzt Figuren, die du dir ausdenkst. Weil du jetzt vor dem Computer sitzt. Das ist jetzt eine andere Perspektive. Und da sind unendlich viele Perspektiven da. Das Holo-Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Und das ist jetzt, was die Freiheit kommt. Umso mehr du das verstehst, du hast keine Angst mehr, dass sich irgendwas auflöst. Du kannst nichts verlieren. Im Gegenteil, du hast es verloren, wenn du dir es ausdenkst. Es sind immer wieder die Wünsche, was einen Menschen quälen, einen normalen Menschen. Da taucht was auf und er meint, er müsste das besitzen, um glücklich zu sein. Ich sage mal, bevor das in dir aufgetaucht ist, hast du es doch besessen, wenn du auf der Ebene des Geistes bist. Und du stellst jetzt vor dich eine Facette aus dir hin, um dich dran zu erfreuen. Und sobald dich wieder irgendwas Neues interessiert, fällt es in sich zusammen. Dann holst du aus dir die Bücher raus. Es gibt kein Daraus. Jedes Wissensgebiet, du kannst nur alles aus dir, aus dieser großen Einheit herausholen. Da kriegst du dann irgendwann einmal ein Gefühl und dann passieren die Wunder im wahrsten Sinne des Wortes. Und es bleibt ein intimer Akt. Der Heiko wird es nie erleben, den du dir ausdenkst. Und die Elena wird es auch nicht erleben, die du dir ausdenkst. Und der Brösel-Udo sowieso nicht, der ist ja sowieso blöd. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Der weiß, ist der behauptet, ich bin du. Du weißt es, du hast es bloß vergessen, weil du noch in dem Wahn lebst, du bist ein Gedanke von dir. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Und darum ist auch mein Bestreben nie gewesen, die Menschheit, die du dir ausdenkst, glücklich zu machen oder zu bekehren mit einer neuen Religion. Das ist schon, da ist der Ansatz schon ganz anders. Ich sage immer wieder, ich kann nur den Geist aufwecken, der träumt, aber nie irgendeine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Das ist die ganze Welt, egal was du dir ausdenkst. Das sind vergängliche Erscheinungen. Und das kann nur vom Geist verstanden werden. Man kann jetzt dann immer wieder unterstützen. Das sind auch so die Themen, wo wir hatten jetzt bei dir, Heiko, mit einer Internetseite oder mit dem Redo seiner Internetseite. Das ist jetzt ausgedacht. Das ist auf deinem Film drauf. Da läuft auch nichts verkehrt. Aber auch trotzdem gilt noch, dass du irgendeinen Gedanken mit der Internetseite nicht erreichen kannst, aber es wächst trotzdem etwas. Das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Du machst einfach das, was du zu tun hast in deiner Rolle. Aber als Geist, wenn du jetzt die Rolle des Heiko spielst, muss dir klar sein, da erreichst du keinen. Du wirst sehr, sehr flexibel mit den ganzen Sichtweisen. Weißt du, das immer das Bekämpfen von Einseitigkeiten, dass gerade diejenigen, die was bekämpfen, gar nicht ihre, denen ist nicht bewusst, dass sie ihr eigenes Spiegelbild gegenüber haben. Darum ist ja immer wieder jeder, der eine Vorstellung von richtig hat, bekämpft genau die Seite, die Kehrseite, die er zu seiner eigenen Heiligkeit lieben müsste. Das ist mein Satz, wenn ich sage, liebe deine Feinde. Und dann ist ja das Schöne, dass im Alten Testament kommt es ja vor und im Neuen, im Alten sieht man schön, auch das liebe deinen Nächsten, der Nächste und der Feind. Das ist dasselbe Wort, da steht Ra. Das ist im Alten, das Hebräische, das sind die zwei Seiten von der rationalen, dieses rationalen Augenblickes. Aber das ist jetzt Feinheiten, die man mitkriegt, wenn man sich mit dem Denach beschäftigt. Ich kann das übrigens auch in den Upanishaden machen. Ich kann immer wieder bloß sagen, wenn ich jetzt als Udo auftauche, oder du würdest jetzt beim Udo auftauchen, ich zeige dir hier ca. 26.000 Seiten Sanskrit-Schriften dort, die sind Wort für Wort sind die übersetzt wie im Denach. Da steht dasselbe drin. Aber das erschreckt dann wieder. Das verstehe ich nicht. Ich sage, das musst du nicht verstehen. Du musst nur wissen, was du selbst bist. Bleib im einfachen Bereich. Außer es fängt dich an zu interessieren. Und immer dran denken, du wirst mit wir haben mit uns ewig lang zu tun. Wenn ich dir jetzt in 3 Jahren erkläre, wie meine Schöpfung funktioniert, wirst du dich dann die nächsten Millionen Jahre mit mir langweilen. Es ist du, Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist ein Auserwählter. Und wichtig ist lernen, in meinem Sinne tust du nur, wenn du was aus ganz tiefer innerer Neugier magst. Dieser Satz von mir, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, ist so unheimlich wichtig. Ein Kind erforscht seine Umwelt.
und es will was rausbekommen. Und ich sage, in dem Moment, wo du das aus einer tiefsten inneren Neugier untersuchst und du kriegst dann was raus, dir leuchtet was ein, dann hast du ein Heureka. Das ist ein Glücksgefühl, ein eigenartiges Glücksgefühl. Genau genommen hast du was gelernt. Das ist Lernen. Wenn dich das mehr interessiert, im ersten Selbstgespräch, ich bin du Quadrat, ist Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3 beschreibe. Ist eine reine Schwarz-Weiß-Schrift. Heiko, kannst du dich daran erinnern? Mhm. Das ist dieses Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3, das sind drei Stufen. Was nicht Lernen ist, wenn du was auswendig lernst und rezitierst. Zum Beispiel jetzt unser Philosoph, der so belesen 40 Jahre lang Sanskrit und griechische Schriften studiert hat. Er hat nichts verstanden, er zitiert zwar, aber sonst wird er nochmal raumzeitlich leben. Weil die Upanishaden, all die Griechischen, im Kern, im tiefsten Innern richtig übersetzt, steht nämlich das drin, was ich dir sage. Wenn man es verstanden hat, ist natürlich immer ein Problem der Übersetzungen. Wichtig ist auch jetzt aber nicht, dass es eine falsche Übersetzung gibt. Jede Übersetzung ist fehlerhaft. Aber auch diese Übersetzung ist in dem Moment, wo die in dir auftaucht, ist die. Egal an wen du denkst, und du denkst dir, der denkt dieses oder jenes, egal was du zu hören bekommst, in dem Moment, wo das von dir gedacht wird, gelesen wird, ist es. Es ist eine Gedankenwelle, die zum Heiligen Ganzen gehört. Denk an das Beispiel nochmal mit dem Auto, mit den ganzen Glaubenssystemen. Egal was irgendein Mensch äußert, der in dir auftaucht, es ist, also gehört, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Und ich fordere von dir eine allumfassende Liebe. Und Leid entsteht, wenn du einseitig bist, wenn du nur das Gute haben willst. Dann entheiligst du dich. Es ist simpel, das muss nur gelebt werden, du musst es leben. Und du wirst merken, es fällt dir immer einfacher, vor allem wenn du das einmal checkst und jetzt kommt, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, damit meine ich, du musst kein Hebräisch und kein Tanach studieren, wenn es dich nicht interessiert. Da sind viele, die sagen, oh, die haben sich dann hingesetzt und haben mir die hebräische Zeichen angeschaut. Ich verstehe das nicht, das begreife ich nie. Hat nur Panik ausgelöst. Ich sage, pass auf, wenn dich das im tiefsten Inneren interessiert, dann wirst du das lernen, weil es dich interessiert und dann lernst du. Sobald Kaufmannsdenken in dir drin ist, das muss ich wissen, sonst komme ich nicht ins Himmelreich oder sonst verstehe ich die Offenbarungen nicht. Hast du schon wieder verloren, weil bei Kaufmannsdenken programmierst du dich bloß. Kannst du es nachvollziehen? Das heißt, du merkst doch als erst, ob du Spaß dran hast. Selbstverständlich, wenn ich jetzt ganz neu konfrontiert war, ich habe jeder, der jetzt hier, machen wir ein Redo, das sind jetzt nur Gedanken und ich betone nochmal einen Gedanken, den du denkst, der kann eh nichts verstanden haben, ich rede symbolisch. Wenn wir uns jetzt normale Menschen ausdenken, die jetzt hier sich seit 20 Jahren oder 10 oder 15 Jahren mit den Offenbarungen beschäftigen und automatisch hier mit den Lautwesen beschäftigen, denen geht es alle gleich. Die sagen, die erste Mal, wo die hebräische Schriftzeichen singen, haben die gesagt, das lerne ich nie, die sehen ja alle gleich aus. Irgendwann einmal kriegst du da Gefühl dafür. Und jetzt zu glauben, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, was wissen könnte, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mach mal doch einmal den Gematrie-Explorer. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Der ist verbunden, das heißt nochmal mit einem Andreas Steinge und nochmal mit einem Andreas vom Meterspiel. Das ist ja der eigentliche Programmierer, hat ja nicht der Andreas Steinge gemacht, sondern der andere Andreas. Der ist der Programmierer. Andreas programmiert auch, aber die Arbeit hat, sagt der Andreas Steinge ja auch, dass das der andere Andreas programmiert hat. Und ich skype mit dem Andreas Steinge und dann sage ich, pass auf, der hat den mitprogrammiert, den Gematrie Explorer. Und dann sage ich, pass auf, gib mal Gimmel GML ein, Gimmel Mem Lamed. Und dann, dann höre ich nur so Geräusche. Und dann sage ich, was ist denn los? Ja, da muss er, der wusste noch nicht einmal aus dem Stegreif, dass das Gimmel die 3 ist und das Lamed die 30 ist. Ich hätte ihm die Zahlen sagen müssen. Der hat den Gematrie-Explorer. Ich muss das ja nicht auswendig wissen, wenn ich ihn gemacht habe. Ich muss wissen, wie man programmiert. Das heißt, sein Fokus war auf Programmieren, das ist nur ein Werkzeug. Der kann das noch, der kann noch nicht mal das Alphabet auswendig. Wenn du jetzt da sitzt und du arbeitest mit dem Programm, du benutzt das Programm, gehst du davon aus, dass der das programmiert, dass der das weiß. Der weiß, wie man programmiert, aber nicht, was das eigentlich bedeutet. Das ist nicht seine Aufgabe in dem Spiel. Und genauso ist es, wenn ich jetzt hier sage, wir denken uns Leute, die das anfangen, die, das erste Mal, wenn du hebräische Zeichen siehst, da sagst du, das lerne ich nie. Ich habe schon gelernt. Und jetzt, wenn das, und ich betone immer wieder, wir wollen nicht Ivri lernen. Pass mal auf,
Ich habe da gerade im Moment, ich schicke da mal ganz kurz eine Internetseite. Die habe ich aktuell gekriegt. Heute Morgen aus der Schweiz vom Redo. Machen wir mal die ganz kurz auf. Oh, nein, sorry, das ist ein Liebesfilm. Den wollte ich nicht, den habe ich verkehrt getippt. Mach den weg, ich habe mich vertippt. Oh, habe ich die jetzt gelöscht? Den habe ich gar nicht. Warte mal, muss ich anders machen? Ich werde immer vergesslicher. Das hat mir das. Wer hat mir das geschickt? Das finde ich noch. Das hat es jetzt rausgelöscht. Dann ist offensichtlich nicht so wichtig. Wartet mal eine kleine Sekunde, gebt mir nochmal. Ich habe so viel Zeug offen. Mal schauen, ob ich die noch offen habe. Wenn nicht, müssen wir es sein lassen. Plot und Kritalion. Da haben wir es doch schon. So, jetzt kriegst du die richtige. So, Heiko, vergiss den banalen Liebesfilm. Mach mal die Seite auf. Ist offen. Okay, hast du? Ja. Da musst du jetzt nicht, den kannst du nachlesen. Das ist jetzt, das kommt hier und jetzt aus dir. Also du musst dich komplett gelöst haben, dass da außen irgendwas ist. Sohn des Jahrhundertgeigers, Jehudi erzeugt Jahrhundertbeben, die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Du kannst den Artikel lesen, das geht zur Zeit des Schweiz, geht in der Schweiz hier ganz massiv um. Und was hier interessant ist, dass hier dieser Überjude Hitler positiv bewertet und sagt, der Holocaust ist eine Lüge. Das ist ein Buch, gibt es zurzeit bloß in Englisch, kommt jetzt demnächst in Deutsch raus. Es ist natürlich alles innerhalb dieser Zeitgeschichte. Was mir darum geht, ist, dass Hodo-Feeling einen ganzen Schritt weitergeht. Wir sind immer noch in der Vorstellung von richtig und verkehrt. War jetzt Hitler gut oder war er böse? Es hängt davon ab, was man dir eingehämmert hat in jungen Jahren. Dass die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, hängt von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt und den hast du dir nicht rausgesucht. Das zeigt dir das Schwammbeispiel schon. Und Holofeeling geht jetzt einen ganzen Schritt weiter, dass sich die Frage gar nicht stellt, weil ich dir sage, es gibt überhaupt keine Vergangenheit. Die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, hängt von deinem Intellekt ab und das ist nachgeplappertes Wissen, so wie deine Lehrer auch nachplappern. Wir gehen jetzt in der Welt der Fakten. Und ich habe in einigen Selbstgesprächen, wenn du die gehört hast, habe ich gesagt, wenn ich jetzt sage, dein Leben ist ein Programm. Okay, dieses Programm, einfacher ausgedrückt ein Buch, aber ich bleibe mal als ein Programm. Und dieses Programm wirft Bilder in dir aus. Und jetzt ist dir klar, dass das persönliche Programm der Elena ein ganz anderes Programm ist wie das Heiko-Programm. Das heißt, die Elena erlebt ein ganz, mit dem Du-Geist, du Computer, der mit dem Elena-Programm läuft, läuft ein komplett anderer Film ab wie mit dem Heiko-Programm. Kann sich natürlich überschneiden wie jetzt, aber es sind trotzdem unterschiedliche Perspektiven. Was jetzt hier im normalen Menschen drin ist, das bezweifelt ja keiner. Was jetzt aber interessant ist, dass sobald du dir Sachen ausdenkst vor deiner eigenen Geburt, da ist jetzt der tiefe Glaube, dass das, was du glaubst, dass das stimmt. Und wenn einer jetzt was anders behauptet, zum Beispiel wurde Jesus gekreuzigt, wurde nicht gekreuzigt, waren die 1969 auf dem Mond, waren die nicht auf dem Mond, dass jetzt Streitgespräche losgehen, weil jeder glaubt, das, was er glaubt, was vor seiner Geburt war in der Vergangenheit, ist das Richtige, weil er so programmiert ist. Und dann zwei Programme widersprechen sich wieder, wobei die sich eigentlich ergänzen, wie hell und dunkel. Und mit Holofeeling kriegst du jetzt was, dass sich die Fragen gar nicht mehr stellen, sondern dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, dass deine ganz persönliche deine Wissensvorstellung von Vergangenheit genauso subjektiv persönlich ist wie die von jedem anderen. Nicht nur dein Leben, das bezweifelt ja keiner, dass mein Leben anders ist wie in Heiko sein Leben, wenn ich jetzt als Udo spreche, aber das, was vor unseren beiden Leben war, dass das genauso abhängig ist von deinem, von dem Programm, das du durchdenkst. Okay? Und dann wird dir jetzt immer klarer, wenn sich zwei streiten, waren jetzt die auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond, was aber beide nicht in Frage stellen, dass da oben einen Mond gibt und dass es Raumfahrt gibt. Das wiederum glauben beide. Es geht nur um diesen speziellen Punkt, waren die auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond. Genauso ist es hier mit den KZs.
Dir muss klar sein, dass die sogenannten Holocaust-Leugner, ich rede jetzt nicht Partei, sondern ich beschreibe nur, dass die sogenannten, es gibt keinen einzigen Holocaust-Leugner, der in irgendeiner Form nicht glauben würde, dass es keine KZs gegeben hat. Das glauben auch die Holocaust-Leugner, dass es KZs gegeben hat. Es geht speziell um das Vergasen, das bewusste Vergasen von Juden. Es ist auch in keinster Weise ein Zweifel daran, dass die Juden verbrannt haben, dass die gehungert haben. Jetzt bei denen im Glauben, wir denken uns das aus. Es geht speziell um dieses bewusste Vergasen. Es werden auch nicht die Grausamkeiten in Frage gestellt. Und da wirst du merken, wenn du dich jetzt, das ist jetzt auch hier sehr viele Juden, was du in Deutschland aber nicht mitbekommst, und ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, ich sage, egal was dir einer erzählt, was du nicht selber beschwören kannst, musst du sagen, das habe ich gehört, das habe ich aus das Buch heraus. Es spielt keine Rolle, ob du dich von den Mainstream-Medien geistig ernährst oder ob du dich von den Verschwörungstheorien-Seiten geistig ernährst. Das eine wie das andere kennst du vom Hörensagen, aber komischerweise, jeder dieser Fanatiker auf beiden Seiten ist sich dessen nicht bewusst. Da ist irgendwas drin, das ihn zwingt, das eine als Wirklichkeit, als Wahrheit anzusehen und das andere als Lüge anzusehen. Und das, was in ihm drin ist, ist eine einseitige Logik. Ist das nicht dasselbe wie Rothäppchen mit weißen, mit blonden Haaren? Genau, das ist es. Das Rotkäppchen mit dem blonden Haaren, ich kann mir das denken, wie ich es will, weil ich eine eigene Meinung habe, aber ich weiß, das, was ich mir denke, ist so, weil ich es mir so denke. Ich plappere nicht nach. Ich nutze meine Fantasie. Und jetzt habe ich hier in meinem Traum ja festgelegte Charaktere, die ich beobachte. Das ist das, was ich dir hingucken nenne. Und die sind vollkommen fantasielos. Es sind reine Rezitiermaschinen. Auch jetzt hier der Professor. Sturm, glaube ich, heißt er. Der hier über Meier, das eine Stück, wo ich eingespielt habe, du kannst dich erinnern, oder? Das Kotze per Skype. Hast du das gesehen, Elena? Pass auf, mach mal, Heiko, du hast dein Skype doch auf, mach mal deine Liste, den habe ich doch, der ist. Der muss gleich 1, 2 vorher sein. Ichubis Weisheit. Lass mal das kurz loslaufen. Ah, dann habe ich das. Hast du das gesehen? Ubis Weisheit und rezitiert das Geschwätz. Ja. Genau. Da habe ich die 2600. Interessant hier bei der 2600, Heiko, das kann man als Unendlichkeitszeichen lesen. Und ich habe jetzt einmal ein Prozentzeichen dahinter gemacht. Das ist übrigens die 100, da hast du die Affinität und da siehst du die eine Wellenhälfte oben und die andere Wellenhälfte unter. Das ist die 100, das Prozentzeichen. Merkst du schon wieder, wie alles zusammengreift? Merkst du, was ich meine? Ja, ja. Jetzt ist es also so, dass ich ja hier einsteige bei der 26 Minuten und da sagt er eben ganz klipp und klar, das ist die Aussage, dass da außen keine Welt gibt. Das sagt er knallhart. Und jetzt auch, es ist ja ganz aktuell, wenn du schaust, das Video ist ja erst ein, wenn ich jetzt wieder chronologisch denke, dass er hier definitiv ein Subjekt, dieser Objektivismus, dass man sich so an den Objekten, an den Ausgedachten festhält und zu jedem Objekt gehört ein Subjekt, der sich das anschaut. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter, das ist auch dieses Subjekt, wird in dem Moment ja schon wieder zu was ausgedacht. Da muss noch einer drüber sein. Das heißt, du wirst merken, dass der sich das Subjekt ausdenkt, für den ist das Subjekt ein Objekt. Aber der wiederum ist auch schon wieder was Ausgedachtes. Du wirst irgendwann einmal gehen, du musst in diese Richtung laufen, bis du in den Bereich kommst, wo du begreifst, es gibt etwas, was nicht gedacht werden kann, und zwar aus dem Grund, weil das immer ist. Schlichtweg und einfach, weil es im Meer ist. El Hayom, Gott, das Meer ist immer. Und die Gotteskinder sind auch immer. Das sind aber nur Facetten. Sobald man daran denkt, das bist du. Datwam Asi heißt sie mal in den Upanishaden. Datwam Asi, das bist du. Der Geist, der mir jetzt zuhört, in diesem Moment, der ist was anderes wie irgendein Gedanke und schon gar nicht irgendeine ausgedachte Person. Aber eine das kann man nicht verstehen. Person. Das kann man nur sein. Ich sage immer, es kann von Geist, nur von Geist gewusst werden, es kann nicht gedacht. Verstehen kann man es schon. Aber es kann gewusst verstanden werden, aber nur von Geist, niemals von einem Gedanken von dir selber. Jetzt nochmal ein kleiner Satz, zigfach wiederholt. Geist, rot geschrieben, kann nur von Geist verstanden werden. Ich kann nur von meinen Geistesfunken verstanden werden. Weil Geist ewig ist. Ewig kann nur verstanden werden von einem Ding, das selber ewig ist. Eine vergängliche Erscheinung kann nicht verstehen oder begreifen, was Ewigkeit ist. Also glaub ja nicht, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, jetzt sagen wir schon wieder, was denkst du bei dem Wort Menschen?
an das Programm Mensch oder an den Trocken aus einem anderen Körper einer Person. Dass der Körper vergänglich ist, das ist doch in deiner Logik drin. Ich frage mich bloß, was ist in dir drin, dass du davor Angst hast von der Verwandlung? Das ist der Fehlglaube, das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich bin nicht da, um dir vor irgendwas Angst zu machen, wenn du mal wirklich zuhörst, ich mache dir vor überhaupt nichts Angst. Ich sage, du bist nichts, du bist weniger wie nichts. Das macht jetzt Angst machen, die totale Vernichtung. Aber das Verrückte ist, dass das ja eigentlich in dem Moment, was du alles, das sind die zwei Seiten. Und du kannst nicht zerstört werden. Das ist das, was ist. Und darum gibt es eben dann die zwei Sachen. Wenn du es verstanden hast, hast du ewiges Himmelreich, ewige Unterhaltung. Und da will ich nicht einseitig unterhalten werden. Das ist wie jetzt in deinem normalen Leben es essen. Einseitiges Essen. Nur Salat, nur Fleisch. Es ist alles eine Entheiligung. Gott ist alles. Es ist ja interessant, dass das hebräische Wort für Essen ist Akol. Schreibt sich A, Kaf, Lamed, Akol. Kol alleine, Kaf, Lamed heißt alles. Akol, A als Vorsilbe Imperfekt heißt, ich werde alles. Das ist das hebräische Wort für Essen. Das lateinische Wort für Essen, esse, also lateinisiert jetzt, heißt sein. Gott ist alles. Du merkst, das verknüpfe ich schon wieder Sprachen über Holophilik. Das, am Anfang ist das sehr wirr, irgendwann interessiert dich das aber an einer gewissen Reife und dann wirst du sprachlos. Kann immer wieder, wenn ich jetzt hier meine Diana ausdenke, die sagt immer, wenn die hier ihre Erfahrungen hat, wenn sie selber studiert, die sagt, das ist göttlich. Es stimmt alles, was ich anschaue in den Wörterbüchern, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Und ich sage, und das kannst du auch glauben, ohne, geh rein, überprüf es, dass dein Geist beweglicher wird. Ich fordere eine unheimliche geistliche Beweglichkeit und wenn du dich lichtgeschwind bewegst, dann weißt du, was die Tasse ist, weil alle Perspektiven gleichzeitig da sind. Aber jetzt wird es automatisch ein Kontinuum. Man kann denken, ohne dass man an Bilder denkt. Das ist das, was ich jetzt Chat denke. Du kannst jetzt an deine Küche denken, Heiko, da denkst du an nichts. Und wenn du Bilder haben willst, musst du Schrödingers Katze zerbrechen lassen. Das haben wir hier beim Mattengespräch, wo er sagt dann, ich kann den Kühlschrank, den Tisch, im Wasserhahn anschauen. Und selbst wenn ich den dann wieder anschaue, ist es wieder, wenn ich was sehe, ist es eine Perspektive. Selbst die Tasse auf dem Tisch in der Küche. Sobald ich die Tasse sehe, das ist nicht die Tasse, die heile Tasse, die ich anschaue, weil ich ja nur eine Perspektive davon sehe. Und wenn du jetzt an dich, du Mensch, denkst an dich, kannst du immer... Jetzt immer nur an eine Person denken, an die momentane Person. Person an den Körper oder an vor 20 Jahren kann immer nur jetzt gedacht werden, kann immer nur jetzt angeschaut werden. Es ist immer hier in deinem Kopf eine Information, eigentlich das, was dich einhält. Aber was, an was denkst du, Heiko, wenn du an deinen Körper denkst? Ist doch schon wieder ein Chat. An die rechte Hand, an die linke Hand, an Arsch, an die Nasenspitze. Du merkst, was in Erscheinung tritt, ist immer eine Facette von einem von einer Kollektion und diese Kollektion ist wieder eine Facette von einer noch komplexeren Kollektion. Das ist ein vollkommen neues Weltbild und es wird nie irgendwas zerstört. Du nimmst die Worte aus dem Buch nicht heraus, wenn du es liest. Du kannst die Worte aus dem Buch nicht heraus. Du stellst die bloß, du hebst die hoch. Und sobald du ein Wort hochhebst, wiederum tust du aus dem Wort die Sache nochmal, was denkst du bei Krebs oder bei Mars? Du hast wieder nur eine Perspektive hervorheben. So ein simples Prinzip, wenn du das einmal verstanden hast. Aber irgendwann kriegst du das Heureka, verdammt nochmal, dann bin ich ja unzerstörbar. Ich bin der, der sich das anschaut. Ich bin ohne Anfang und Ende. Das ist meine Botschaft. Das ist das Neue Testament. Das ist Testus. Das ist der Zeuge für die Ewigkeit. Weißt du, darum sind ja die zwei Parameter, wenn ich sage, wenn ich jetzt in dir auftauche. Heiko hat ja jetzt wieder zeitlich gesprochen, so viel von Udo gehört und den Fiegenstein das erste Mal gesehen. Wenn ich auftauche, bin ich gleich. Ich werde immer von Auge zu Auge in dir sprechen. Ich werde nie den Eindruck lassen, dass der Udo als Brösel irgendwie besser ist. Heiko, meine Scheiße stinkt genauso wie deine. In meiner direkten Art und Weise. Das ist der Geist selber, die Liebe. Nimm doch den Schlussvers in der Johannes-Offenbarung. Wir sagen mal, der Heiko ist der Johannes und der kniet sich nieder und will das Lamm den Udo anbeten und der geht hin und sagt, spinnst du, wir sind doch alle zwei bloß Brüssel. Lass uns Gott, lass uns in der Einheit anbeten, das, was wir gemeinsam sind. In der Ergänzung. Und es bleibt was Intimes, es ist nicht für die Masse da aus.
Und lass dich nicht täuschen vom intellektuellen Wissen. Da muss jeder seine Rolle spielen. Du wirst bloß immer mehr, wenn du ins Jetzt kommst, merken, wenn du eine Mail kriegst, ist automatisch, du liest einen Namen am Mail und dann ist schon eine gewisse enge Vorstellung da. Michael Horn, puff. Und da sind so viele Facetten mit drin, wenn du jetzt die letzten Schreiben von Michael Horn dir anschaust. Ich schmunzel dann immer wieder, weil das ist ein Jein. Der hängt so in einer Zwischenwelt. Der ist noch sehr, gerade was mit Relativitätstheorie war, er ist noch sehr verhaftet an dem materialistisch-logischen Denken, unabhängig davon, was er sich selber mit der Sprache beschäftigt. Und das äußert sich, das ist dieser Charakter. Auch in den Gesprächen jetzt bei dir im Forum. Das als Brösel-Udo habe ich da von vornherein, kann ich immer oft genug sagen, es gibt kein Forum, wo ich reinschau groß oder gar mitschreibe. Ich habe noch niemals in irgendeinem Forum meinen Senf dazugegeben, weil das einfach nur ein Kampf, ein großer Kampf um Standpunkte ist. Selbst, ich habe ja im Fiegenstall, selbst wenn sie dann hier Holofiling zitieren, es sind immer Auszüge von Auszügen von Auszügen. Wenn es einer wirklich Verstand hat, diskutiert er in einem Forum nochmal. Das ist ja so eine Sache, das muss irgendwann nochmal durch sein. Weißt du, das ist immer noch, jetzt kommt das Alleinsein, Elena, wo du gesagt hast. Du bist ja nicht allein. Es ist das Alleine, immer wieder dieselben Sätze im Regenwurm. Gott ist allein, das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Schau, du bist ja nicht allein. Du denkst dir doch, wenn du jetzt die Elena, zumindest die Elena oder den Heigo aus, oder zumindest der du zu sein glaubst, der hängt dir doch wie ein Zeck im Nacken. Ja, ich habe auch einen Sohn und eine Familie. Das erste Gegenüber, und das ist dann die Verantwortung, da wirst du merken, da kommt jetzt das Trockenhausen-Affen-Weibchen-Programm vollkommen durch. Den liebst du über alles, für den würdest du alles geben. Aber das habe ich in früheren Gesprächen schon gesagt, Liebe sieht man übrigens schön jetzt in den asiatischen Schriften, in Upanishaden, wenn du das nachliest, dass es hier 5 Stufen von Liebe gibt. Und das ist hier zuerst einmal diese Liebe, die Mutterliebe ist keine Liebe. Liebe unter Zwang ist ein Programm. Ich sage nicht, dass es gut ist oder dass es schlecht ist. Ich habe da immer so schön die Wildgänse, dieses schöne Beispiel von der Gansmutter, dass hier diese Gansmutter, wenn die kleine Küken hat und es kommt irgendein Fuchs, ist hochinteressant, dass die abhaut, wenn der Fuchs kommt und lässt die Küken vom Fuchs fressen, wenn die so klein sind, dass sie ohne die Mutter keine Überlebenschance haben. Wenn aber dort 2, 3 Küken sind, die ihr Überlebenschance haben, ohne die Mutter vom Alter her, wirft sie sich dem Fuchs zum Fraß vor. Und das ist ein Programm, das hat mit Liebe, da sagt man, das ist ein Zeichen von Mutterliebe. Das ist ein Programm. Eine Mutter wird für ihr Kind sterben, wenn das sein müsste, weil es geht, jetzt kommen natürlich die Biologen, das biologische Denken um das Überleben der Gattung. Das ist alles, auch das ist ein Programm. Das ist Wissen, das du vom Hören sagen kannst. Ich mache das ganz einfach. Jegliche Form von Liebe, die rote Liebe, ist nur in Freiheit möglich. Das heißt, Mutterliebe ist ein Programm, dass das Kind die Mutter liebt, ist ein Programm. Sexualität ist keine Liebe, das ist zwanghaft, das ist ein Programm, aber in gewissem Alter wirst du anfangen, dich fürs andere Geschlecht oder fürs Gleiche, wenn du homosexuell bist, das hast du dir auch nicht raussuchen können. Es ist halt, du stellst nur fest, es ist so. Die Frage von richtig und verkehrt gibt es bei Holofeeling nicht. Das, was ist, ist. Und es ist, weil Gott es so will. Das ist eine Facette vom Heiligen Ganzen. Dass dir irgendwann nochmal bewusst wird, was für ein unendliches Leid Moralisten über die Menschheit bringen, zumindest über die, die dieses Geschwätz nachleben. Katholische Kirche zum Beispiel, unsere Geschichte von unserem Siegfried, wenn du mal detailliert jetzt erzählst, wie der zum Udo gekommen ist. Und ich sage immer wieder, das ist, wenn du ein bisschen eine Menschenkenntnis hast, das sucht sich keiner raus. Nichts. Wie oft erwähne ich, jeder Mensch hat eine eigene sexuelle Fantasie in seinem Kopf, in seinem Programm. Und die sucht er sich nicht raus. Du kannst ja bloß Gedanken darüber machen, was soll mir das sagen? Ich spreche alle frei. Also auch das ist keine Liebe. Liebe unter Zwang ist keine Liebe. Wirkliche Liebe ist nur in Freiheit möglich. Das heißt, die Liebe beginnt in dem Moment, wo du deine Feinde liebst. Weil dein Programm schreibt dir das nicht vor. Das ist eigentlich dieser Satz, liebe deine Feinde, liebe all die Facetten, die dich anwidern. Und die Facetten, die du noch nicht kennst, die dir fremd erscheinen. Fremd hat man Angst, wenn was fremd ist. Meistens ist ja das Fremde auch verbunden mit unlogisch. Kann ich nicht nachvollziehen.
Weil sonst kommst du nicht geistig in die Vollkommenheit. Und dieser Akt von Liebe, da gibt es doch gar nicht viel zu tun. Man kann doch nicht alles lieben. Ja, was ist die Ursache, dass du es nicht kannst? Ich frage dich, was hindert dich dran? Ich kann doch jetzt alle Tiere tausendmal erzählen. Du denkst dir jetzt mit deinem Programm eine Erdkugel aus mit einer Flora und Fauna, mit Tieren und Pflanzen. Ich kann doch all diese Kreaturen, diese Faszination der Vielfalt lieben. Das heißt doch nicht, dass ich jeden abschmusen muss oder ihn in meiner Nähe haben will. Was ist in mir drin, dass ich es nicht kann? Mein Ego. Meine anerzogene Moral. Das Moser. Und da kannst du reden, die Arroganz hast du auf allen Seiten. Ich mache hier eine kleine Erinnerung, muss ich immer wieder, wenn du müsst in deinen geistigen Archiven schauen, wo dieses große Thema war, vor hier und jetzt ausgedacht, ein Jahr oder ein, zwei Jahren, immer so phasenweise, schubweise in den Mainstream-Medien über die Beschneidung. Kann man das zulassen, die jüdische Beschneidung, oder ist das gegen das Grundgesetz, weil Kinder verstümmelt wurden? Und dann sind weise Rabbis, die da sitzen und das rechtfertigen ohne Ende und die haben keine Ahnung von ihrer eigenen Dora. Woher sollten sie denn? Ihr Wissen von der Dora ist das Wissen ihrer Lehrer. Wenn du hier in der Regel jüdische Sachen anhörst, hier mein Rabbi Graus, das lustige Kerlchen, du erinnerst dich, Heiko, ja. Das ist toll, was er sagt, aber du wirst merken, der hat sein Facebook und das ist ein voll moderner Rabbi, was auf der einen Seite schön ist, aber die betonen immer wieder, ich bin ein Schüler von dem Rabbi und der war ein direkter Schüler von dem Rabbi und dem Rabbi. Die sind schon in einer Chronologie, da ist das dann mal Vergangenheit in einer einseitigen Sichtweise. Ein Meister, der dir was erzählt ist, im Widerspruch zu anderen Meistern steht, ist kein Meister. Das ist jetzt das, was dir der Meister aller Meister sagt. Die sind nicht heil. Jede Glaubensrichtung, die im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist blauer Glaube. Und blauer Glaube ist ein Fürwahrhalten von einer Einseitigkeit, weil man nicht verstanden hat, was das heilige Ganze ist. Und erwarte nicht, dass irgendein Gedanke, den du dir denkst, das verstehen könnte. Das kann das Gehirn vom Heiko nicht verstehen und das von der Elena nicht verstehen. Sondern das kann nur der Geist verstehen, der mir jetzt zuhört und darum bin ich in dir auftaucht. Darum ist jetzt das Gespräch in dir auftaucht. Sein intimer Akt. Und darum hast du auch ihn, ich bin du, als Mensch, die Rolle, die du spielst, du musst nur ins Eintreten und ins Austreten, du musst dein Leben eigentlich gar nicht verändern. Das wird sich elementar verändern, wenn du das verstanden hast. Pass auf, Elena. Auch hier, ich sage immer wieder dazu, hunderte Male schon erklärt, wenn du in einem Kino dir einen Film anschaust, parallel dazu, wenn du ein Buch, einen Roman liest. Du kannst an dem Film als Ding an sich nichts verändern, weil das ist ja von einer tieferen Ebene die Datei, die einfach da ist. Der Heiko kann sich jetzt hinsetzen, den Film auf seinen Computer drauf machen und dann mit Film irgendwie den Film verschieben. Dann kannst du den verändern, das verändert aber trotzdem nicht die Ausgangsdatei. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du kannst jetzt sagen, du lädst dir das runter und veränderst die Datei, auch filmtechnisch. Das verändert aber nicht die Urdatei, wo du es runter rausgeladen hast. Mhm. Okay, also gut. Du kannst an dem Film nichts verändern. Was jetzt wichtig ist, wenn du einen Film anschaust, unterhält er dich, macht er dir Spaß oder macht er dir nicht Spaß? Und du wirst jetzt feststellen, der Film beinhaltet keine Qualitäten. Das habe ich so oft erzählt. Der Film, dein Leben, beinhaltet, es ist ein ständiges Umformen, eine Abfolge von Dingen, die einfach sind. Da können übrigens auch hier Gefühle dazu, bloß du wirst jetzt merken, dass die Gefühle eigentlich nicht ursprünglich auf dem Film sind, die du erlebst, sondern der Film erzeugt Reizauslöser, wie ich das nenne, und du reagierst mit deinem Programm auf diese Reizauslöser und dann kann durchaus sein, dass jetzt das Gefühl von Angst oder Ärger in dir auftaucht. Das ist jetzt natürlich auch realisiert. Aber das ist nicht ursprünglich auf dem Film, sondern das kommt erst in der Kombination mit deinem Interpretationssystem. Erzeugst du diese Realität. Okay? Und jetzt ist es interessant, du kannst, wenn du das verstanden hast, und das führt dich zu dieser Erkenntnis, wo ich sage, die Freiheit des Menschen. Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass du den Film verändern kannst, was jeder will. Jeder will den Film verändern. Jeder will die anderen Menschen verändern. Jeder will immer nur den Film verändern. Das könnt ihr nicht. Was du verändern kannst, ist, du kannst die Qualität des Films verändern. Weil die Qualität ist ja nicht auf dem Film drauf, sondern das ist auf dem Wertesystem drauf von dir. Du kannst aus jedem scheiß Film zumindest einen interessanten Film machen.
Du kannst dir Solo Feeling anschauen und sagen, was ist das für ein Krampf? Kennen wir ja. Und du kannst reinschauen und sagen, so habe ich das ja noch nie gesehen. Die Schrift verändert sich dadurch ja nicht, für dich verändert sich dadurch alles. Das ist die Freiheit. Du kannst aus jedem schlechten Film einen interessanten Film machen. Du kannst jetzt feststellen, Mensch, da rege ich mich drüber auf, was soll mir das jetzt sagen? Und dann wirst du neugierig. Diese Neugier, weil in dem tiefen Wissen glauben, im Hintergrund, dass alles perfekt ist und alles, was in mir auftaucht, jeder Moment, den ich erlebe, ist der beste, den es überhaupt gibt, sonst würde ich den jetzt nicht träumen. Gott hat die Welt, die ich im Traum erlebe, maßgeschneidert für mich, um meinen Geist wachsen zu lassen. Mich immer mehr hinwachsen zu lassen zu dieser allumfassenden Liebe, die er selbst ist und die ich ja mal werden muss, weil ich es eigentlich schon bin, in dieser Erlebnisphase. Und dann wird es dann interessant, dass ich jetzt zu dir sage, wenn dir das gelingt, dass du in Situationen, wo dein Wertesystem sagt, schlecht, schlimm, will ich nicht. Das kommt vor. Ja. Das kommt vor. Also wenn dir das gelingt, dass du aus dem Film durch dein Umändern deines Wertesystems, das Erweitern deines Wertesystems, einen zumindest spannenden Film machst, wenn dir das gelingt, dann werde ich mich einmischen und werde den Film verändern. Ich habe einen Einfluss drauf. Dann passieren die Wunder im Kleinen. Und ich sage immer wieder, das merkst du zuerst mit Zufällen, wenn du aufmerksam wirst. Und ansonsten lässt du deine eigene Rolle unangetastet. Weißt du, es ist immer wieder das Kaufmannsding. Könnt jetzt zum Heiko sagen, ich erzähle immer wieder, für wen magst du das eigentlich mit deiner Internetseite? Du magst es, weil es auf dem Film drauf ist. Wenn du jetzt erkennst, das sind ja eh keine, die das lernen müssen. Und du magst jetzt das weg, vorzeitig. Frag dich immer, wenn du was magst, warum magst du es? Und dann musst du dich fragen, ob du das wirklich schon verstanden hast. Ich sage immer wieder, du darfst zu Filmsachen Nein sagen, das habe ich nicht mehr nötig. Aber du musst dich in diesem Innern fragen, warum will ich jetzt dieses oder jenes nicht mehr haben? Und das Leben wird dich dann meistens eines Besseren bewähren, wenn du vorzeitig was hinschmeißt, was du nicht wirklich durchschaut hast. Ich sage immer wieder bei Jobs. Weißt du, dass ich immer in einem Punkt sage, das bin ich nicht mehr, in einem tiefsten Innern erfahren, wie es jetzt wurscht, was ist, oder ich schmeiße es hin, weil es mich ankotzt. Nehme dein Kreuz auf dich täglich, Elena, und folge mir. Und das ist einfach, indem du das Leben lebst, das du zu leben hast. Egal, wo du positioniert bist. Und dann wirst du jetzt was Eigenartiges auch erkennen, dass diesen Zustand eigentlich nur die Kleinen leben können, weil die Großen in so einem Wahnsinn die ganze Welt verbessern, ob das Politik ist. Und die sind alle freigesprochen. Die haben keine Freiheit. Du wirst doch nicht glauben, dass eine Kanzlerin, jetzt als Beispiel, dass die in irgendeiner Form mächtig ist. Die ist genauso in einer Tretmühle drinnen von Wünschen, von Wollen, von Vorstellungen und von Druck im Hintergrund. Diese Gruppierungen in der Partei nach außen hin wird eine gewisse Geschlossenheit geheugelt und in tiefem Inneren sind die zerstritten bis zum es geht nicht mehr um Machtkämpfe. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Dass immer wieder dieselben Deppengesichter, sage ich, auftauchen und ihre Ministerposten wechseln. Wenn ich jetzt sage, ein Minister sollte einer sein, der die absolute Ahnung von dem Fachgebiet hat, wo er vorsteht. Das ist ja schon ein Hauch von Physiognomie-Ahnung, wenn du hast Dobrindt und so weiter und so fort. Das siehst du, es sind Vollpfosten. Ich meine jetzt nicht, das ist so, wenn du dich mit Physiognomie auskennst. So wie ich zu unserem Siegfried gesagt habe, beim ersten Gespräch war so verzweifelt, weil ich Siegfried, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast, das sieht doch jeder Mensch, der sehen kann, von 10 Meter Entfernung, dass du ein Schwuchtel bist. Und das habe ich liebevoll gesagt, du weißt, ich liebe meinen Siegfried, ich habe ihn so erschaffen, er hat ein Problem damit, weil er sich eingeredet hat, er ist irgendwie krank und da stimmt was nicht, wie er noch in der Kirche gearbeitet hat. Wieso hast du dir das raussuchen können? Die Rolle, die du jetzt spielst, spiel die Rolle, steh dazu. Ich bin zu blöd dafür. Das Einzige, was ich mir jetzt wiederhole, mach dir kein Bild da draußen. So ist es einfacher. Einfach jetzt. Ja, ja das ist, gibt es keine es ist immer wieder, bleib im Jetzt. Du wirst eh merken, es passiert eh, wie du reagierst, was du kannst. Und das heißt, das Schöne ist, ich habe hier ein Gespräch, mich ruft die Trixie an. Das ist die Tochter von der Helene, die ist Schulrektorin. Die ist praktisch in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Die Helene ist ja mittlerweile schon längst in Rente und jetzt ist ihre Tochter, war auch Lehrerin, hat jetzt praktisch ist auch Schulrektorin. Und die macht seit einigen Jahren auch bemüht, Holofeeling,
Und dann ruft die mich an und Udo sagt, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist jetzt die letzte Woche, die ich mir ausdenke, ist mir das erste Mal so richtig in einer Selbstbeobachtung bewusst geworden, wie ich noch einseitig werde und einseitige Vorstellungen habe, wenn ich auf der Arbeit bin. Und ich sage, schau, Trixi, genau darum geht es, dass dir geistesbewusst wird, aber dass dir das bewusst wird, muss das ja die Figur Trixi, die Rolle in deinem Traum machen. Verstehst du? Es muss ja dir widerfahren, du musst ja so sein, dass du als Beobachter von dir selbst das erkennen kannst, wie du bist. Und ich weiß, es ist ein ungewohntes Denken für einen Materialisten. Und immer, wenn ich noch sage, ich beobachte mich, der beobachtet, ist nicht der, der den beobachtet, sondern der jetzt das sich anschaut. Der ist immer, du brauchst einen Doppelschritt. Das, oder mein Beispiel, Tierchen gucken. Wenn ich jetzt sage, ich beobachte eine Diskussionsrunde, wo ich beobachte, und ich mache mir jetzt bewusst von mir aus gesehen, hat jeder recht, von dem ich, das ich zu sein glaube, ausgesehen, habe ich das Gefühl, dass eine mehr Recht hat wie der andere. Und die drei, die ich mir jetzt ausdenke, den Beobachter, der sagt, alle haben Recht, um das feststellen zu können, muss ich ja nochmal eins drüber sein. Ich muss ja den Beobachter beobachten, um erkennen zu können, dass der keine Parteilichkeit mehr ergreift. Da muss immer noch einer drüber sein, da kommst du jetzt in die geistige, das ist die geistige Welt. Die geistige Welt tritt nicht mehr in Erscheinung, was von der Geist, die ist immer. Und das, was von der geistigen Welt in Erscheinung tritt, sind jetzt diese Oberwellengeschichten. In der Musiktheorie habe ich das so oft gesagt, bei meinem Telefonklingelingeling-Beispiel mit dem Telefonhörer, wo ich sage, du hörst erst einmal einen Telefonhörer, jetzt kannst du dir bewusst machen, dass du einen Kopfhörer hörst. Machen wir genau, das ist jetzt interessant, dass ich oft sage, du hörst jetzt eine quäkige Computerstimme, das ist dann der Fall, wenn du vor einem Laptop sitzt und du hast die zwei kleinen Lautsprecher laufen. Ist ja bei dir jetzt nicht der Fall, wenn du hinhörst, du hörst jetzt einen Kopfhörer. Wenn du jetzt ganz als Geist bewusst hörst, hörst du jetzt, du hörst Stimme keine in Kopf. Stimme und du hörst auch keine Computerstimme vor dir, das wäre jetzt, wenn jetzt hier du vor einem Laptop den Computer laufen hast, sondern jetzt kannst du dir bewusst machen, was höre ich jetzt eigentlich. Und beim Telefon ist es, Telefon klingelingeling, zack, 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 du drückst auf den Kopf und jetzt hörst du, hallo, ich bin's. Und du denkst jetzt sofort an den oder den, obwohl der Name gar nicht gefallen ist. Und jetzt kannst du es wirklich, rein technisch gesehen, ist die unterste Ebene, ist zuerst einmal der typische Telefonhörerklang oder Handyklang. Dann nächste, auf dem Licht drauf, egal was da rauskommt, das klingt nach Handy, sag ich einmal. Jetzt, was eins draufkommt, ist dieses nur das Geräusch, hallo, ich bin's. Und wenn ich jetzt 20 verschiedene Menschen Hallo, ich bin sagen lasse, ist es immer Hallo, ich bin's. Aber komischerweise sagst du, das ist der Heiko, das ist in Udo seine Stimme, das ist das, weil dann nochmal eine Welle drüber liegt. Das sind die Schichten, das sind die Oberwellen. Genauso kannst du auch bei 400 Hertz sagen, das ist eine Flöte, das ist ein Klavier mit 400 Hertz und das ist jetzt ein Violinton. Wenn wir 400 Hertz am Oszilloskop einstellen, Heiko, hast du, wenn man das genau hat, hast du genau einen Sinus mit 400 Hertz. Egal, ob du einen 400 Hertz klar gestrichenen Violinton, einen Klavierton oder einen Flötenton hast. Und nur auf diesen Oberwellen sitzt, auf diesen Oberwellen, wenn du das dann rausvergrößerst und die Zeitbasis veränderst, siehst du, wo der Unterschied liegt. Das ist Physik und Mythologie und alles verschmitzt mit Holofening. Das ist allumfassend. Jedes Wissensgebiet ist wichtig. Es ist auch keine Religion wichtiger wie eine andere oder wichtiger. Wie oft habe ich erklärt, Religionen sind Spezialisierungen wie die Sinnesorgane, die du jetzt an den Körper zusetzt. Die Augen wissen nichts von den Ohren. Und du möchtest weder das eine noch das andere missen. Und dein Gehirn ist das Symbol für den Rechnungsführer. Für die Reinigung, für das Programm, für den Computerchip, den Rechnungsführer, der das macht. Das ist aber ein Symbol. Die Augen können nicht sehen und die Ohren können nicht hören und dein Gehirn kann nicht denken oder was empfinden. Der, der das alles erlebt, der alle Sinnesorgane benutzt, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Und wenn du wirklich der Geist bist, dann benutzt du auch alle Religionen und alle Auslegungsmetapher, auch der Naturwissenschaft, weil du merkst, es sind genauso Spezialisierungen, die sind, jede Religion hat ganz bestimmte Sachen, wo sie hervorhebt, aber ist auf der anderen Seite ganz blind. Wenn du in die hinduistische Welt gehst, da geht es nur um Zeit und um Jahre, Milliarden und um Reinkarnationen, also um reine zeitliche Abläufe, die ein totaler Blödsinn sind. Da setzt natürlich hier die Johannes-Offenbarung einen Schlusspunkt mit der Enthüllung, mit der Apokalypse. Stille stehen wird die Zeit und das Ausgedachte wird vergehen, von Augenblick zu Augenblick.
Das ist übrigens auch so eine Facette, das heißt dann Deutschen, der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, und es kommt ein interessanter Satz, und das Meer wird nicht mehr sein, in der deutschen Übersetzung. Jetzt, wenn ich ein bisschen mir Gedanken darüber machen würde, ist das eigentlich ja doppelt gemoppelt, weil wenn die Erde vergeht, auf der sich das Meer befindet, ist ja das Meer sowieso weg. Wieso wird jetzt nochmal extra erwähnt, und das Meer wird nicht mehr sein? Bist du dabei, Heiko? Ja. Ja, ganz einfach, weil dieses Meer ist El Hayom. Mach dir kein Bild. Verstehst du? Ja. Das ist nicht das Meer als Einzelteil der Erdkugel, weil das verschwindet ja mit der Erde. Das Gedanke. Und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und El Hayom wird nicht mehr sein. Mach dir kein Bild von El Hayom. Jetzt hast du es verstanden. Und der sagt zu dir, ich bin du. Aber das passiert doch jede Sekunde. Jetzt. Selbstverständlich. Jetzt. Das ist jetzt, pass auf, wichtig. Du musst dir jetzt eine Polarität denken. Diese Polarität ist unten das rot geschriebene symbolische Meer. Das ist El Hayom. Aus dem entspringen die Gedankenwellen. Wir haben jetzt das Immerseine und oberflächlich auch. Die Wellen sind natürlich auch im Meer. Ich sage aber, als Welle jetzt blau geschrieben, ist auch das blaue Mem, das blaue Wasser, ist die Hüllkurve, dieser Unterschied an der Oberfläche, ist unter dem Baum mit dem, was immer ist, aber das verändert sich laufend. Merkst du, jetzt hast du, was sich widerspricht, ist eigentlich eins. Das Immerseine und das sich ständig Veränderte gehört unter dem Baum zusammen wie Adam und Eva, das ist der Denker und das Ausgedachte. Und so wenig wie eine Welle, eine Erscheinung an der Oberfläche, das Meer verlassen kann, genauso wenig können deine Gedanken deinen Kopf verlassen. Du kannst dir die ausdenken. Aber das ist ja untrennbar zusammen. Richtig, aber ja, pass auf, der das jetzt aber versteht, diese Polarität ist eine Stufe drüber. Weil den Denker, den du dir ausdenkst, den Geist, den du dir ausdenkst, der seine Gedanken anschaut, das habe ich zigfach... In dem Moment, wo ich das verstanden habe, trenne ich mich wieder. Richtig, weil das dann beobachtet über, ohne dich zu trennen, sondern du synthetisierst diesen Widerspruch. Das ist die rote Liebe. Nur die Stille. Richtig, trennen, du musst immer wieder... Trennen heißt nicht, dass das eine unabhängig von dem anderen existiert. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellental und es gibt keine Gedanke ohne einen Gedenker. Das ist nur aber der eine kann ist, der Geist des L ist eine absolute Implosion. Und darum ist auch der Raum, wenn ich sage Volumen, die Sprache erzählt dir eigentlich alles. Das Einzige, was dir im Weg steht, ist das intellektuelle Wissen. Dein eigenes, das gar nicht deins ist. Du musst dir eingestehen, dass du bisher nahezu überhaupt noch keine eigene Meinung hattest. Ich weiß, da stehen dann die Haare zu Berge. Ich habe doch eine Meinung, was mir schmeckt oder was mir gefällt. Es ist programmiert. Dein Geschmack ist programmiert. Frisuren, junge Leute, alles. Es ist, du hast zurzeit in deiner Traumwelt die größte geistige Entmündigung, die es überhaupt gibt. Jetzt könnte ich wieder zeitlich sagen, in Geschichten, Heiko, für dich. Ich habe in den 80er Jahren zu jungen Leuten bei mir im Laden, Geschichte, habe ich schon gesagt, ihr glaubt, ihr seid frei. Ihr werdet irgendwann einmal verstehen, dass ihr jetzt unfreier seid, wesentlich unfreier wie die in der DDR oder im Dritten Reich es jemals waren. Die wissen nämlich zumindest das von ihrer Unfreiheit. Aber ihr seid noch unfreier, weil ihr das gar nicht mehr mitkriegt in euren Konsumwahn. Das brauche ich und das brauche ich und das muss ich haben, um glücklich zu sein. Oder egal, was dir einer erzählt, was gesund ist, was nicht gesund ist. Die ganze Medizin sind Krankheitenerfinder. So wie man in die 80er Jahre, ich habe das so oft erwähnt, da hat keiner ein Handy vermisst, weil es keine gegeben hat. Nehmen wir mal jetzt die Leute die Handys weg. Ich muss doch meine Tabletten nehmen. Ein absoluter Schwachsinn. Du hättest gar keine Probleme, wenn du den Kopf nicht drüber zerbrechen würdest. Du hättest keine, jetzt, wenn du in mein Alter kommst als Mann, ist es vollkommen normal, nicht nur, dass du graue Haare bekommst. Das ist wie wenn eine Raube zum Spinnen anfängt. Das bekämpfe ich nicht mit Farben oder was, sondern ich freue mich, dass ich so weit bin und dass sich die Prostata vergrößert. Dass ich 5-6 Mal nachts raus muss. Das tut ja nicht weh. Es hindert mich offensichtlich am Einschlafen. Das kann ich jetzt positiv und negativ sehen. Aber was jetzt der Witz ist, dann gehst du zum Arzt und der bekämpft es. Er bekämpft einen ganz normalen Verwandlungsprozess. Jetzt denk wieder an meine Geschichte mit Bali. Hätte man dich von klein auf nicht so fehlerhaft erzogen, hättest du kein Problem mehr, dann immer mit dem Sterben, mit dem Altwerden. Dieser ganze, es ist, du bist in einem Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler, deine ausgedachte Welt, die du dir jetzt über Medien holst
Es ist ein riesen Sammelsurium an einzelnen Facetten, an Teilwahrheiten, die in, unterm Strich alle unvollkommen sind. Dann selbst in die Philosophie, wenn wir gehen, immer wieder dieselben Beispiele, unser Lesch, unser Professor Lesch, ein muffiges Kerlchen, eine reine Rezidiermaschine. Ich sage immer wieder, bloß zeig's mir. Ich will es hier und jetzt sehen, dass ich es beschwören kann, vor Gericht beschwören kann. Zeig mir die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Dann bring mir mal Bücher oder Filme. Ich sagte, ich bring dir 1000 Filme, wo es Gegenteil drin ist. Das sind doch die ersten Ansätze in den ersten Offenbarungen. Ich lese von Rumpelstilzchen und von Superman, da komme ich nicht auf die Idee, das habe ich aus dem Buch heraus, dass die gibt. Und dann lese ich von Hitler und von Einstein. Ich kenne die einen wie die anderen bloß aus Büchern. Was ist jetzt in mir drin, dass ich sage, die einen hat es gegeben und die anderen sind ja, weil das Märchen sind und das sind Nachrichten, das ist Zeitgeschichte. Was ist Zeitgeschichte? Das ist doch genauso gelogen, wenn du wirklich einmal in die Tiefe gehst, die, auch wenn dann der Professor kommt und sagt, das sind 500 Jahre, und dann er sagt, es hat niemals einen Karl den Großen gegeben. Es hat überhaupt keinen in der Vergangenheit gegeben. Wenn es jemanden gibt, gibt es den hier und jetzt in einem Kopfkino. Oder mein das Äffchen, ist, entschuldige, ich danke dir vielmals. Mein Äffchen sagt, ich muss meinen Sohn abholen. Das alles klar. Vielen, vielen Dank, dass ich dich endlich mal kennenlernen dürfte. Das Gespräch, puff, und dann ist der Udo schon wieder weg. Ja. Danke, ich verlasse euch. Spaß, spiel noch eine Runde Leben. Danke. Tschüss. Ciao.